Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck, ab morgen nur noch Bio. Auf der Suche nach einer nachhaltigen Konsumkultur. Die Diskussionsrunde fand am 16. August 2012 auf der MS Wissenschaft in Bonn statt. Herzlichen Dank für die liebe Einladung. Auch von mir ganz herzliche Begrüßung auf der MS Wissenschaft zum Dialog an Deck. Ab morgen nur noch Bio auf der Suche nach einer nachhaltigen Konsumkultur. So lautet ja das Thema heute Abend. Wir reden also über Ernährung, über die Produktion von Nahrungsmitteln und den Konsum. Über Nahrungsmittel, die sich mittlerweile viele nicht mehr leisten können, weil die Preise exorbitant gestiegen sind. Man kann das jeden Tag in den Medien lesen. Weltweit hungern 1 Milliarde Menschen. Wir reden über Nahrungsmittel, die gleichzeitig in schier unvorstellbaren Mengen auf dem Müll landen. Die Hälfte aller geernteten Feldfrüchte erreicht nie einen Teller, kurz Tonne statt Teller. Wir, die Konsumenten, sind ebenfalls Weltmeister im Vernichten von Lebensmitteln. Jedes Jahr werfen wir rund 82 Kilogramm in den Müll, so eine Studie der Universität Stuttgart. Dann gibt es ja noch den Konflikt Tank statt Teller. Lebensmittel werden für die Produktion von Biosprit gebraucht. Entwicklungsminister Dirk Niebel in Berlin machte da ja gestern einen Vorstoß. Er möchte den Biosprit E10 vom Markt nehmen, um den weltweiten Hunger zu bekämpfen. Die Biospritbranche sieht das natürlich ganz anders. Bärbel Diekmann, die Präsidentin der Welthungerhilfe, übrigens auch. Bleiben wir noch mal beim Biosprit. Für den Anbau von Energiepflanzen wie Mais, Zuckerrohr, Kartoffeln werden riesige Ackerflächen benötigt. So riesig, dass wir den Ausverkauf von Ackerflächen in Afrika, Lateinamerika, Asien befürchten müssen. Da sind dann auch keine Landwirte mehr am Werk. Die Geschäfte haben global agierende Finanzkonzerne übernommen, die natürlich auf große Gewinne bei der zukünftigen Nahrungsmittel- und Biospritproduktion spekulieren. Dann gibt es noch unsere heimische Diskussion, die wir fast jeden Tag führen, um bioregionale Produkte, Nahrungsmittelqualität, Auszeichnung, Fairtrade, weniger Fleischkonsum, grüne Gentechnik ist wieder ein bisschen international und, und. Also genug Stoff gibt es für unsere Gäste hier links von mir auf dem Podium und natürlich für Sie, die wie immer an den Dialogen an Deck sich beteiligen können. Frau Rateike wird gleich ein Mikrofon rumreichen, so in 30 Minuten, dann können Sie hier mitmischen. Zunächst möchte ich Ihnen aber unsere Gäste vorstellen. Neben mir sitzt Monika Hartmann. Sie ist Professorin für Agrar- und Ernährungswirtschaft am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik an der Universität Bonn. Daneben Thomas Glauben. Er ist Professor für Agrarökonomie am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa in Halle. Daneben Dr. Wilfried Bommert. Ist studierter Agrarwissenschaftler, Fachjournalist beim Westdeutschen Rundfunk Köln, hat dort die Hörfunkredaktion Umwelt und Landwirtschaft aufgebaut. Außerdem ist er Autor diverser Bücher zum Thema Welternährung. In diesem Jahr ist etwa das Buch Bodenrausch, die globale Jagd auf die Äcker der Welt erschienen. Außerdem ist er Sprecher im Vorstand des Instituts für Welternährung in Berlin. Und last but not least, ganz links von mir aus gesehen, von Ihnen rechts, Karl Albrecht Bartmer. Er ist Landwirt, hat heute noch wieder oder gestern noch auf dem Montag auf dem Mähdrescher gesessen. Morgen wird er das wieder machen. Nein, mache ich nicht morgen. Okay. Morgen muss ich Raps legen in die Erde. Okay. Ja. Er bewirtschaftet seit 1991 einen großen Betrieb in Sachsen-Anhalt und seit 2006 ist er Präsident ehrenamtlich der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Frankfurt am Main. Soweit ein kleiner Grobüberblick. Und jetzt wird es ein bisschen feiner. Zur Einstimmung darf jeder von Ihnen 3 Minuten ein Statement abgeben. Frau Hartmann. Ja, Herr Smijanek, vielen Dank. Ich würde gerne ein Statement abgeben, mehr zu dem Bereich nachhaltigem und ethischem Konsum. Das scheint ja das Gebot der Zeit zu sein. Und Konsumenten verstehen hierunter in der Regel Bioprodukte, fair gehandelte Produkte oder auch regional erzeugte Produkte. Aber es hat auch die Dimension,
dass das Tierwohl berücksichtigt wird, dass grundsätzlich ökologische Aspekte in der Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Und ich würde gerne auf drei Aspekte in dem Zusammenhang eingehen. Zum einen, wie können wir uns erklären, dass es einen Widerspruch gibt zwischen den Ergebnissen von Studien, Umfragen, wo die Konsumenten ihre Einschätzung von Bio, ihre Wertschätzung von Bio und Fairtrade-Produkten angeben und tatsächlich, was wir auf dem Markt beobachten. Das also als einen Punkt. Der zweite Punkt, würde ich gerne ein bisschen auf die Exklusivität von Nachhaltigkeit eingehen, das ja auch schon ein bisschen angesprochen worden ist. Wer kann sich das eigentlich leisten? Und als drittes, gibt es Lösungen eigentlich, die Komplexität von Nachhaltigkeit irgendwie in den Griff zu bekommen für Konsumenten? Ja, ganz kurz zu dem ersten. Was können wir sehen, wenn wir uns solche Verbraucherstudien anschauen? Dann sagen 2/3 der Konsumenten, dass sie sehr großen Wert darauf legen, dass die Produkte, die sie kaufen, auch nach ethischen Kriterien erzeugt worden sind, dass sie auch bereit sind, einen Mehrpreis für diese Produkte auszugeben. Wenn wir auf den Markt schauen, dann sehen wir häufig, dass der Anteil von Produkten an den gesamten Konsumausgaben doch relativ gering ist. Und manche sagen dann, Mensch, was ist das bei den Konsumenten? Sind das Greenwasher? Also sagen sie was, aber sie handeln nicht so. Und ja, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, die Konsumenten gleich in diese Ecke hineinzuschieben. Weil wenn ich jetzt hier auf diesem Schiff fragen würde, wer von Ihnen schätzt eigentlich es hoch ein, wenn Produkte nach ethischen Kriterien erzeugt werden, dann würden viele von Ihnen vermutlich auch sagen, das ist mir wichtig, das liegt mir am Herzen. Ich möchte keine Produkte konsumieren, wo ich weiß, dass das Tierwohl nicht berücksichtigt worden ist oder andere Dinge. Da werden wir als Bürger gefragt und da ist uns als Bürger sind uns diese Bereiche dann einfach wichtig und sind von Bedeutung. Als Konsumenten und als Käufer von Produkten stehen wir aber in einer ganz, ganz anderen Situation häufig. Da werden wir nicht einfach im luftleeren Raum gefragt, sondern wir müssen entscheiden am Regal unter Berücksichtigung von, schmeckt es mir denn auch, ist es auch leicht zuzubereiten, wie viel kostet es denn? Und viele andere Dinge, möglicherweise nicht nur meinen eigenen Geschmack, sondern auch den Geschmack der Familie, was ich denn jetzt eigentlich in meinen Warenkorb hineinlege. Und diese Dinge werden in vielen Befragungen, die beispielsweise auch gerade wieder von Otto Group Trendstudie im letzten Jahr eine große Befragung rausgebracht worden, es wird nicht berücksichtigt. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, auch in der Forschung und wird auch zunehmend gemacht, dass man bei solchen Analysen die reale Situation möglichst realistisch abbildet. Und dann kommt man schon zu anderen Ergebnissen und sieht, dass die Konsumenten in einem Konflikt sind. Ich glaube also vor dem Hintergrund, wir können nicht sagen, dass Konsumenten Greenwasher sind, sondern sie sind halt ganz bestimmten Konflikten ausgesetzt und müssen Entscheidungen treffen. Lassen Sie mich zu dem zweiten, und vielleicht können wir das auch noch intensivieren in der Diskussion, lassen Sie mich einen zweiten Punkt anreißen. Und ich denke, ich kann die Punkte alle nur anreißen und vielleicht Stoff für weitere Diskussionen geben. Exklusivität. Was verstehen wir Konsumenten unter Nachhaltigkeit? Es sind Bioprodukte, es sind regionale Produkte, es sind Fairtrade gehandelte Produkte. Und wir wissen auch, dass das in der Regel Produkte sind, die etwas teurer sind. Und das können wir auch beobachten, auch selbst in diesem Segment Bio beispielsweise gibt es inzwischen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Da sind zum einen diejenigen, die Bio in den Naturkostläden kaufen, wo Bio mit regional verbunden wird, wo vielleicht nicht nur das europäische Bio-Siegel drauf ist, sondern darüber hinaus auch einer der Bio-Verbände quasi mit einem Label verzeichnet ist und wo der Preis höher ist. Und dann ist da das, lassen Sie mich das mal als Light-Bio bezeichnen. Das sind die Bioprodukte, die Sie vielleicht beim Discounter kaufen, wo das EU-Bio-Siegel natürlich drauf ist, aber keine anderen Siegel und wo natürlich der Preis auch etwas niedriger ist und die häufig auch aus dem Ausland bezogen werden. Und da gibt es vielleicht auch Konsumenten, die sowohl das eine oder das andere gar nicht konsumieren können oder kaufen können aufgrund von Budgetbeschränkungen. Die müssen dann auf die konventionellen Produkte zurückgreifen.
Die Frage ist, können die sich deswegen nicht nachhaltig ernähren? Und die Forschung zeigt sehr wohl, es liegt nicht so sehr daran, nicht Bio oder Bio, sondern die Produktzusammensetzung, die sie in ihren Warenkorb legen. Ob sie sich eher an tierischen Produkten orientieren oder eher an pflanzlichen Produkten orientieren. Wie gehen Sie samstags morgens Ihre Brötchen kaufen? Mit dem Fahrrad oder beispielsweise mit dem Auto? Oder, und das haben Sie ja schon sehr wohl angesprochen, den Aspekt des Abfalls. Inwieweit ist es nicht sinnvoll, auch tatsächlich ein bisschen zu planen, was ich einkaufe und wie im Haushalt verwende? Weil sehr, sehr viel wird weggeschmissen, einfach weil nicht geplant wird. Und lassen Sie mich ganz kurz den dritten Punkt anreißen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon über meine 3 Minuten. Oder soll ich es für die Diskussion... Ganz kurz den dritten Punkt noch. Dann ganz haben wir ich denke, Essen soll Spaß machen. Und das sollte man nicht hinten anstellen. Essen ist was ganz Wichtiges. Ist stark in der Kultur eingebunden. Und man sollte nicht nach Lösungen suchen, wo Konsumenten immer nur Verzicht mit verbinden, sondern vielleicht auch tatsächlich nach intelligenten Lösungen. Und vielleicht können wir diesen Aspekt der intelligenten Lösung gleich nochmal in der Diskussion aufgreifen. Vielen Dank. Das machen wir, Frau Hartmann. Thomas Glauben. Ja. Ja. Sie haben es ja schon angedeutet, Herr Smiljanic, es geht heute nicht nur um den Konsum von Bioprodukten, oder um die Produktion von Bioprodukten. Frau Hartmann hat schon einiges zum Konsum gesagt. Es geht ja um viel mehr. Es geht um das Welternährungsproblem und um dessen Lösung. Es geht schlicht und ergreifend um die globale Nahrungsmittelsicherung und um die globale Nahrungsmittelsicherheit. Also darum, ob Menschen, ob wir nachhaltig es schaffen, die Welt sozusagen zu ernähren, ob wir sie mit guten Produkten, mit genügend Inhaltsstoffen ernähren können. Nun, warum ist das Problem so wichtig und warum ist es heute so wichtig? Herr Smiljanic hat schon angedeutet, wir haben 1 Milliarde arme Menschen, die hungern. Und wir haben 1 weitere Milliarde, die keine ausreichende Diät haben. Das bedeutet, 1 Million Menschen, 2 von 7 Millionen Menschen, Milliarden Menschen, können sozusagen haben langfristige Gesundheitsprobleme und können ihre produktive Leistung nicht bringen, die sie fähig wären zu erbringen. Nun, das Problem hat sich verschärft. Um die Jahrtausendwende sind die Preise zunächst kontinuierlich und dann sprunghaft um 2010 gestiegen. Dieses hat zumindest in weniger entwickelten Ländern Armut mit sich gebracht, Hunger mit sich gebracht und hat Mangelernährung mit sich gebracht. Allein die Krise 2007, 2008 sind 200 Millionen Menschen zusätzlich in Armut geraten. In 2010 waren es 50 bis 60 Millionen Menschen. Nun, was ist die Ursache dessen? Auf der einen Seite kann man ganz generell sagen, das Produktionswachstum konnte dem Nachfragewachstum nicht mehr folgen. Das Nachfragewachstum ist getrieben, einmal durch das Bevölkerungswachstum, das Wirtschaftswachstum in großen neuen Emerging Economies wie China, wie Indien, wo viele Leute leben, und durch die Umstellung, Frau Hartmann hat es schon angedeutet, eben, der Ernährung von niederwertigen zu hochwertigeren tierischen Produkten. Auf der anderen Seite konnte aber die Produktivität, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, kann nicht mehr aufrechterhalten werden, sodass sozusagen das Nachfragewachstum nicht mehr befriedigt werden kann und wir eine Versorgungslücke haben. Zudem, das möchte ich nur erwähnen, sind Sachen daran schuldig, wie etwa Ernteverluste durch extreme Witterbedingungen, vielleicht eine Folge des Klimawandels. Es sind im Wesentlichen der subventionierte Anbau von Bioenergie, der in Europa, der in den USA betrieben worden ist, der Flächen absorbiert, die nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden kann. Mittlerweile haben wir die Erkenntnis, nicht nur Herr Niebel, dass das durchaus kritisch zu sehen ist. Es gab vor Jahren da mal ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat, Klaus, sehr gutes Gutachten. Es gab zusätzlich noch Exportrestriktionen in Hauptanbaugebieten, wie etwa Russland, Argentinien, die das weltweite Angebot verkürzt haben, die Preise noch mal in die Höhe getrieben haben. Dieses wird allen Prognosen nach auch in Zukunft so sein. Es wird so weitergehen und es stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, was kann man dagegen tun? Das ist ein zentraler Diskussionspunkt.
Ich kann natürlich leider kein Rezept liefern, was man dagegen tun kann. Dann müssten wir hier nicht sitzen. Ich will aber zumindest 5 oder 6 Punkte ansprechen. Einer möchte betonen, was diskutiert wird, was ich glaube, was nicht hilft. Generell möchte ich nochmal betonen, wir haben hohe Preise. Und wir haben gesehen, mit diesen hohen Preisen sind Risiken verbunden. Das heißt Armut, Mangelernährung, Hunger. In Ländern, die netto importieren und die sich die Getreide nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite signalisieren hohe Preise aber auch Chancen für die Landwirtschaft. Chancen, in die Landwirtschaft zu investieren, Chancen sozusagen langfristig mehr zu produzieren und langfristig das Problem der Mangelernährung zu beseitigen. Dies gilt für Entwicklungsländer, für kleine Betriebe in Entwicklungsländern, die diese Chance ergreifen können, die Einkommensmöglichkeiten haben und damit ihr Überleben sichern. Dies gilt aber auch für Länder der EU. Wir sind Nettoimporteur, die EU ist der größte Nettoimporteur. Höhere Preise machen die Landwirtschaft attraktiver, gestatten mehr zu produzieren. Ganz generell. Der zweite Punkt, es geht schlicht und ergreifend um die weitere Ausnutzung von Produktions- und Marktpotenzial. Der Schlüssel ist die Steigerung der Produktivität auf der Produktionsseite und auf der Marktseite. Wir haben noch enorme Produktivitätspotenziale in Ländern wie in Osteuropa, in Hauptanbausgebieten und wir haben noch Restriktionen auf den Märkten, die verhindert werden, die beseitigt werden müssten, sodass sozusagen Effizienzgewinne realisiert werden können. Drittens, es muss darauf geachtet werden, das ist natürlich eine nationale Frage, ad hoc Politiken zu verzichten. Damit meine ich nicht die subventionierte Bioenergie. Ich meine damit jene Länder wie etwa Russland oder Ukraine, die, wenn die Preise steigen, obwohl sie Exporteure sind, ihren Export restringieren. Dies führt dazu, dass das Angebot nochmal verknappt wird, dass die Preise weiter steigen. Diese Politiken führen im Übrigen auch zu Instabilitäten auf diesen Märkten und zu langfristigen Investitionshemmnissen. Viertens. Es wurde schon angedeutet, wir beobachten seit Jahren eine abnehmende Investition in die Agrarforschung. Ich sprach eben, 2 Milliarden Menschen von 7 Milliarden Menschen leiden unter mangelnder Ernährung. Und seit Ende des letzten Jahrhunderts, Beginn des Jahrhunderts, haben wir abnehmende Investitionen, nicht nur in den Agrarsektor, in die Agrarforschung. Wir bräuchten aber diese Investitionen in die Agrarforschung, um eben Produktivitätsgewinne zu realisieren, sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Ländern. Das haben wir nicht. Fünftens, und damit ende ich, was halte ich nicht für eine Lösung? Ich halte nicht eine Lösung, die diskutiert wird, auf der Konsumseite anzusetzen. Ich glaube nicht, dass wir es vernünftig regulieren können, wer sollte es tun, Bevölkerungswachstum einzuschränken. Die schlechten Boten sehen wir in China. Ich glaube auch nicht, dass wir die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, da können wir später darauf eingehen, die Verschwendung einzudämmen, dass das ein gangbarer Weg wird, für Menschen in weniger entwickelten Ländern zu helfen. Drittens, ich glaube auch nicht, das habe ich jetzt fast vergessen, dass wir die Konsumkultur generell umstellen können. Eine Umstellung in der Konsumkultur bedeutet erhebliche Einschränkungen in die Freiheitsrechte. Erhebliche Einschränkungen in die Freiheitsrechte. Und ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, was wir unter Wohlfahrtssteigerung haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wilfried Bommert. Ja, ich sehe das ganze System ein bisschen von einer anderen Seite. Sie wissen, ich bin auch Journalist und Journalisten spitzen Sachen gerne zu, hauen gerne mal mit einem groben Keil auf einen groben Klotz. Ich will es Ihnen also etwas grober machen in der Frage. Ich bin 2008, nach langer Zeit, wo ich mich überhaupt nicht um die Landwirtschaft gekümmert habe, wieder mit den Fragen der Landwirtschaft konfrontiert worden, weil plötzlich die Nahrungsmittelpreise um bis zu 300% auf den Weltmärkten emporschossen. Und damals habe ich mich gefragt, was ist hier eigentlich los? Bis dato bin ich davon ausgegangen, Ernährung ist kein Problem. Die Welt wird sich selbst ernähren und das glaubten auch alle großen Politiker, alle großen Konferenzen gingen davon aus, dass bis 2015 die Zahl der Hungernden halbiert wird. Wir hatten damals 800 Millionen und die Idee war, bis 2015 auf 400 Millionen runterzukommen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mittlerweile 1 Milliarde Hungernde und die Frage stellte sich mir, warum ist das so?
Und da ich Landwirt bin, habe ich mir überlegt, da musst du mal gucken, wie das eigentlich so mit den Fundamenten der Landwirtschaft ist. Und in meinem ersten Buch, Kein Brot für die Welt, habe ich die Fundamente der Landwirtschaft untersucht. Und da bin ich für mich zu ganz erschreckenden Ergebnissen gekommen. Wenn man das im Bereich Boden sieht, dann können wir feststellen, dass ungefähr 30% der fruchtbaren Böden durch die Art der Bewirtschaftung weltweit mittlerweile unfruchtbar geworden sind. Tendenz steigend. Dass von den Wasserreserven, die die Welt hat, und so viel feste Reserven hat die Welt nicht, bereits 50% ausgeschöpft sind von den Grundwasserreserven. Und viele Länder im Mittleren Osten, im nördlichen Afrika, aber auch in den USA, hängen an diesen Grundwasserreserven. Das ist ihre Produktivkraft. Und ich war erstaunt, für mich zur Kenntnis zu nehmen als Landwirt, dass wir auf 95% unserer Arten mittlerweile verzichten auf den Äckern. Und da war für mich klar, wir haben tendenziell ein System, was im Begriff ist, sich selbst zu zerstören. Und dann kam noch der wissenschaftliche Beirat mit seinem Gutachten hinzu. Und im Gutachten steht, dass die Landwirtschaft selbst zur Klimabelastung mindestens ein Viertel beiträgt. Also der ganze Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Ein solches System, war mir klar, ist unhaltbar auf die Dauer. Es ist besonders unhaltbar, wenn man sich ansieht, welche Herausforderungen kommen auf das System zu an neuem Stress. Eine Herausforderung ist, dass die Ölquellen zu Ende gehen. Das heißt, das Öl wird wesentlich teurer werden. Und wenn man weiß, dass jeder Hektar, der landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, bei uns ungefähr 275 Liter Diesel braucht, um seine Produktivität zu entfalten, dann weiß man, das ganze System hängt derartig an den Ölquellen, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Und das Zweite, was sich herausstellt in dem Bereich von Herausforderungen, ist, dass ein wesentlicher Stoff, der unsere Landwirtschaft antreibt, nämlich mineralischer Dünger und hier besonders Phosphat, ein Stoff ist, dessen Rohstofflager mittlerweile auch den Peak erreicht haben, also tendenziell zu Ende gehen. Wenn man sich das ansieht, dann fragt man sich, wie will dieses System weitermachen? Ganz besonders dann, wenn die Weltbevölkerung sich zur Mitte des Jahrhunderts von heute 7 auf dann 9 Milliarden und am Ende des Jahrhunderts vielleicht 10 oder 12 Milliarden Menschen erhöht haben wird. Und wenn wir gleichzeitig noch damit rechnen müssen, dass die Kapriolen des Klimawandels immer deutlicher zu Trage treten, wie jetzt in Amerika, wo der Kornbelt eine schon wochenlange und in Zukunft wahrscheinlich monatelange Dürre hinnehmen muss. Also, ich habe den Eindruck, das System ist grundsätzlich falsch aufgestellt. Man muss das System grundsätzlich anders aufstellen und die Kriterien dafür liegen auf der Hand. Zum einen muss dieses Landwirtschaftssystem klimafreundlich sein, weltweit. Es geht nicht an, dass es ein Viertel zu einem Viertel des Klimaproblems beiträgt. Dann muss es Bodenfruchtbarkeit selbst erzeugen. Insbesondere deswegen, weil viele Düngerohstoffe in Zukunft entweder zu teuer sind oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Es muss Nährstoffkreisläufe schließen, die regional vorhanden sind. Was Sie in Ihrer Toilette spülen, wäre eigentlich möglicherweise auch was für Ihren Nachbarbauern, mit dem er düngen könnte. Und wir müssen sehen, dass die Wasserhaltefähigkeit der Böden höher wird. Wenn wir diese heißen Sommer, die wir in diesem Jahr bekommen, in Zukunft häufiger haben, dann wird so viel Wasser im Boden verdunstet, was der Boden eigentlich auch halten könnte bei einer vernünftigen Bewirtschaftung. Nur man muss dann den Boden grundsätzlich anders anpacken. Und schließlich wäre es wichtig, in Zukunft sich zu überlegen, ob die ganzen Transporte, mit denen wir landwirtschaftlich arbeiten, also sowohl die Futtermitteltransporte aus Südamerika als auch die ganzen Transporte, mit denen wir hier auf den Straßen sind, eigentlich noch finanzierbar sind, wenn der Ölpreis durch die Decke stößt. Ich denke, das sind Kriterien, mit denen sich eine neue Landwirtschaft und ein neues Ernährungssystem wird auseinandersetzen müssen. Und dann werden Sie fragen, ja, gibt es das nicht schon? Ja. Tendenziell gibt es. Es gibt Vorreiter im System. Der organische Landbau ist ein Vorreitersystem in dieser Frage, der sehr viele dieser Kriterien schon erfüllt. Und es gibt Vorreiter, die versuchen, regionale Bewirtschaftung, regionale Landwirtschaft und Versorgung, wo keine großen Transportwege vorhanden sind, heute schon zu initiieren. Eine Initiative ist am Bodensee, die heißt Regionalwert AG. Wir können vielleicht später noch darauf eingehen. Und in Amerika, interessanterweise, gibt es eine große Bewegung, die wird öffentlich kaum wahrgenommen, von Food Councils, das heißt, Städte organisieren, die Bürger von Städten organisieren sich ihr
ihr Ernährungskonzept selbst. Und das Ernährungskonzept heißt, wir möchten alles, was in unserer Stadt konsumiert wird, in einem Umkreis von 150 Meilen um die Stadt selbst erzeugen. Das heißt, es ist einiges im Gang am Rande des Systems, was darauf hindeutet, erstens, das System wird sich nicht lange halten. Das System muss sich umbauen. Und zweitens zeigt es schon, wie das System sich umbauen wird. Und das finde ich eine total spannende Sache. Und deswegen habe ich auch mit Bekannten das Institut für Welternährung in Berlin gegründet. Wir wollen schauen, wie dieser Umbau vonstatten geht und wie man darüber kommunizieren kann, dass auch die Bevölkerung in dieser Frage informiert ist und mitreden kann. Herzlichen Dank. Ein schönes Plädoyer für eine andere Landwirtschaft. Wir werden gleich drüber reden. Frau Hartmann wollte schon... Nee, ich weiß. Machen wir gleich. Auf jeden Fall ist jetzt der Landwirt dran. Fast würde ich ja fragen, was sagen Sie dazu? Ist das die Horrorvision oder... Also, vielen Dank für die Gelegenheit, dass man nicht... Vielleicht direkt dazu, ich glaube, dass wir in der Analyse der Rahmenbedingungen, also der Herausforderungen, vor denen wir, und zwar nicht nur hier in Bonn, sondern wir stehen ja hier in wunderbarer Weise, sitzen wir hier am Rhein und da sehen wir die Schiffe vorbeifahren, die kommen ja aus aller Herren Länder der Welt. Die Herausforderungen dieser Welt in den nächsten 30, 40 Jahren sind gigantisch groß. Wir kommen in eine Konstellation, und das sind die Argumente, die Sie nannten, Wasser und Böden und Klimaveränderung und Ähnliches, sind alles nur Indikatoren. Wir kommen in eine Situation, in der die Ressourcen, von denen wir Menschen leben wollen, unendlich knapp werden und wir gleichzeitig diesen knapper werdenden Ressourcen immer mehr Menschen mit immer höheren Ansprüchen, das kennen Sie, gegenüberstehen haben. Und es geht dabei nicht nur um Ansprüche nach Kleidung oder Schule oder Auto oder Internet, sondern es geht im Wesentlichen, und das ist ja das Thema unserer heutigen Runde, um Ernährung, also um ein Gut, was man weder wesentlich einschränken noch substituieren kann durch irgendetwas anderes. Das heißt, wenn wir nicht genug Lebensmittel produzieren oder Lebensmittel, Agrarprodukte nicht dazu verwenden, dass sie gegessen werden können, dann hat das Konsequenzen, wie sie Herr Glauben dargestellt hat, 1 Milliarde Menschen, die hungern, 1 Milliarde Menschen, die unterversorgt sind und damit implizit auch zu den Hungernden zu zählen sind. Das ist ein auch dynamisch unheimlich herausforderndes Thema. Die FAO kalkuliert in den nächsten 30 Jahren eine Mehrnachfrage nach Lebensmitteln von ungefähr 70-100% zu dem, was wir heute verkonsumieren. In diese Rechnung ist nicht einbezogen, dass wir Bioenergie produzieren und viele andere Themen auch nicht. Also, Sie sehen, das ist eine gewaltige Herausforderung. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, vor wenigen Wochen in Berlin im Garten von Bellevue unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck zu treffen. Und der hat zu dem Thema, und das ist ja unser Leitthema, zu dem wir uns alle hier treffen, nämlich Nachhaltigkeit. Das ist die einzige Antwort auf diese Herausforderung ist, dass wir mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen können. Hat er eine, wie ich finde, wunderbare Definition von Nachhaltigkeit gebracht. Er hat gesagt, Nachhaltigkeit ist Verantwortung. Gut, das wundert bei Herrn Gauck nicht. Dieser Begriff ist für ihn wesentlich, aber er ist natürlich richtig, weil es heißt Verantwortung nicht nur für verschiedene Räume auf dieser Erde zum Jetzt-Zeitpunkt, sondern in ganz großem Maße Verantwortung für die nächsten Generationen. Aber er hat gesagt, das muss ich paaren mit Rationalität. Verantwortung und Rationalität sind für mich die bestimmenden Kriterien von Nachhaltigkeit. Und in diesem Sinne fühle ich mich jetzt auch herausgefordert, mich zu dem Thema zu äußern. Ein Teil der rationalen Analyse habe ich gegeben, indem ich Ihnen das Szenario, auf das wir uns zubewegen, gezeigt habe. Wenn Sie sich jetzt in dem Kontext angucken, was wir tun, dann sind Sie sehr erstaunt. Nachhaltigkeit ist ja scheinbar etwas, was wir in bestimmten Räumen schaffen können, sogar beispielhaft schaffen können. Wir können ein nachhaltiges Bonn schaffen. Das steht wahrscheinlich sogar auf der Website dieser Stadt. Wir haben in Deutschland ein Nachhaltigkeitsprogramm, mit dem wir und unsere Umweltminister tun das mit großer Werbe, weltweit werben für beispielhaftes Verhalten. Wir haben in Europa ein Commitment für Sustainability, Nachhaltigkeit, mit dem wir weltweit sagen, wir sind beispielgebend. Wir haben eine Agrarreform, die wir jetzt diskutieren, die noch mal mehr dem Votum Nachhaltigkeit sich da noch dran ausrichtet. Europa, und das müssen Sie sich einfach auch noch mal sehr genau vor Augen führen. Europa ist in dieser Welt
mit diesen vielen Restriktionen, den Trockenheiten, den kargen Böden, den Überbevölkerungen in bestimmten Regionen, ist Europa eine Insel der Glückseligen. Wir sind hier an einem der fruchtbarsten Standorte dieser Welt. Gemäßigtes Klima, ausreichend Wasser an vielen, also an den meisten Stellen, hochnährstoffreiche Böden, eine hohe Qualifikation von Landwirtschaft, sodass wir sagen könnten, Europa ist ein ganz wichtiger, aktiver Player, um den globalen Brotkorb gefüllt zu halten. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieses Europa das Gegenteil ist, dieses Europa ist der weltgrößte Nettoimporteur für Agrarprodukte. Wir importieren, das hat ein Wissenschaftler in Berlin ausgerechnet, jährlich ungefähr Agrarprodukte, die außerhalb der europäischen Grenzen auf über 30 Millionen Hektar wachsen. Ich will Ihnen nur als Beispiel sagen, in Deutschland haben wir 11 Millionen Hektar Ackerland. Also die dreifache Ackerlandfläche Deutschlands beansprucht dieses Europa durch sein spezielles Verhalten virtuell an anderen Standorten dieser Welt, um unseren Konsum, sei es unser veredelungsorientierter Konsum, sei es die Bioenergie, sei es aber auch der Umgang mit unserem produktiven Standort in irgendeiner Form zu ermöglichen. Und auf Letzteres möchte ich vielleicht hier ein Augenmerk richten. Wir bezahlen in Deutschland Landwirte, auch mich, dafür, dass ich die Potenziale meines Standortes nicht nutze. Indem ich bestimmten technischen Fortschritt bei mir nicht einsetze, indem ich bezahlt werde dafür, dass ich Nährstoffe nicht appliziere, die Pflanzen eigentlich brauchen, indem ich jetzt in einem nächsten Reformschritt vielleicht 7% meiner Ackerfläche gar nicht mehr landwirtschaftlich an erster Stelle nutze, sondern sie eine ökologische Präferenz bekommen. Ich habe am Anfang gesagt, Nachhaltigkeit, und dazu gehört auch Ökologie, ist ein globales Thema. Ich will Ihnen nur vor Augen führen, es kann eventuell sein, dass ein beispielhaft nachhaltiges Verhalten in Europa, also die Anlage von Biotopen, von Ökopräferenzflächen an ganz vielen Stellen, die wir hier platzieren, möglicherweise einen Kollateraleffekt haben, dass wir Lasten daraus auf andere Standorte dieser Welt verschieben, die dort wiederum eine Produktionsnotwendigkeit auf schlechteren Standorten auslösen und vielleicht sogar global die Nachhaltigkeit eher negativ beeinflussen. Das heißt, wenn wir mit stolz geschwellter Brust auf den Rio-Konferenzen zu Europa reden und wie toll wir sind, müssen wir eigentlich ganz kleinlaut werden, weil vieles, was wir in unserer Industriegeschichte getan haben, machen wir im Moment auch in unseren Agrarimporten. Und ich möchte Sie herausfordern, zumindest immer dann, wenn wir hier ökologische Ziele definieren, wenn wir hier Ziele für eine Bioenergiepolitik definieren, immer den Maßstab zu legen, was hat das für Auswirkungen auf andere Standorte dieser Welt. Dann kann es nämlich passieren, dass wir uns vorne eine wunderbare Nachhaltigkeit aufbauen und sie uns mit dem Hintern wieder einreißen. Das wäre doch fatal. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne die Diskussion eröffnen mit dem, was Wilfried Bommert in seinem Plädoyer für ein neues System der Landwirtschaft kurz angerissen hat. Sie wollten schon darauf eingehen mit der Bitte, dass Sie, wenn Sie etwas Widerspruch sehen oder etwas sagen wollen, es direkt machen, nicht immer darauf warten, dass ich was sage. Ich melde mich auch an für Herrn Bommert. Ja, ich denke, wir sind uns einig darin, dass die Herausforderungen gigantisch sind. Und das hatten Sie ja auch noch mal aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob die Lösungen immer so einfach sind, dass man sagen kann, wir haben organischen Landbau und wir haben alles im Griff. Es gibt ja gerade auch, was die Klimabilanz des organischen Landbaus angeht, auch Studien, die sehr wohl zeigen, dass wir in einigen Produktionsbereichen es sogar negativer ist als im Bereich des konventionellen Landbaus, gerade im Bereich beispielsweise Milchprodukte, Fleischprodukte insgesamt. Sodass ich glaube, dass man da vorsichtig sein muss. Und es ist sicherlich auch schwierig, wenn sich eine Gemeinde selber verpflichtet, dass sie nur Produkte in einem bestimmten Radius konsumieren möchte und das eine freiwillige Geschichte ist, dann ist das sicherlich in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen nicht den ganzen Winter über als einzige Obstart Äpfel essen wollen. Dass wir inzwischen schon auch
bestimmte Wünsche an Abwechslung haben und Produkte aus anderen Regionen der Welt zu uns nehmen möchten. Und auch da ist ja beispielsweise, was die Klimabilanz angeht, auch inzwischen gibt es Studien, die zeigen, dass es nicht immer so ist, dass das, was aus der Region kommt, unbedingt auch vor dem Hintergrund von der CO2-Belastung dasjenige ist, das, was das Bessere ist. Also vor dem Hintergrund, meine Reaktion, es ist zu komplex, als dass wir eine leichte Lösung haben. Mit Organik haben wir alle Probleme in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich würde gerne, wenn ich darf, auch noch eine Anmerkung zu dir, Thomas, machen. Du hattest ja auf die Produktivitätsvorteile bist du eingegangen, die man nutzen muss. Und ich glaube, inzwischen in der Vergangenheit hat man sich sehr stark darauf konzentriert, die Produktivität in der Produktion zu verbessern. Aber gerade für Entwicklungsländer ist bekannt, dass wir enorme sogenannte Post-Harvest Losses haben. Und dass man viele der Probleme wirklich in den Griff kriegen würde, wenn man sich auch stärker darauf konzentriert. Gerade die Verluste, die nach der Ernte entstehen. Und ich glaube, Sie waren auch in Ihrer Anmoderation darauf eingegangen, dass man die aufgreift. Und meine Anmerkungen zu Beginn waren auch nicht darauf, ich weiß nicht, ob das ein Kommentar war, die Konsumstruktur einzuschränken, sondern gerade intelligente Lösungen zu finden und vielleicht das dann nachher nochmal, um vielleicht Dinge zu verbessern, ohne jetzt hier Leuten das Gefühl zu haben, oh, Sie haben jetzt weniger. Ja, ja, also ich habe ja vorhin sehr bewusst diesen Gauck zitiert mit seiner Rationalität. Ich glaube tatsächlich, dass einfache Lösungen, auch emotionale Lösungen, so nach dem Motto, die Welt ist so schrecklich, also dann machen wir jetzt doch bitte eine regionale Produktion und wir kümmern uns da um uns. Und wir machen dann auch vielleicht eine biologische Produktion, wo wir gar nichts mehr zuführen, sondern nur noch in Kreisläufen leben, was ja gar nicht funktioniert, weil wir ja immer entziehen und damit nicht alles wieder zurückführen, was wir da entziehen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch nicht des Pudels Kern ist und auch nicht die Lösung ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir herausgefordert sind, wenn wir über Lösungen nachdenken, uns klarzumachen, wir müssen die Produktivität unserer Flächen nachhaltig steigern. Nachhaltig meine ich im Sinne der Dreidimensionalität von Brundtland. Also so, dass es auch die nächsten Generationen noch nachhaltig steigern können. Das heißt Fruchtbarkeit der Böden, das heißt intelligente Form der Wasserversorgung, das heißt natürlich auch züchterische Weiterentwicklung, Pflanzen zu züchten, die mit weniger Ressourcenverzehr, besserer Ressourcennutzung höhere Erträge generieren. Ich glaube, dass Agrar, und das war in der Geschichte immer schon mal ein wichtiges Feld für Innovation und für wissenschaftliche Forschung. Aber ich glaube, dass wir im Agrarbereich eine Wissensnotwendigkeit haben und damit eine Forschungsnotwendigkeit. Der Glauben hat ja auf diese Tragik gesprochen, dass wir sogar als Antwort auf diese Knappheit, die sich da abzeichnet, noch ein Abschmelzen der Agrarforschungsbudgets erleben, die noch nie so groß war wie im Augenblick. Und ich möchte Ihnen auch zurufen, wir sollten auch in der Diskussion um Instrumente, die wir nutzen, auch um Strukturen, in denen wir wirtschaften, bitte nicht mit emotionalen Kriterien arbeiten, sondern uns wirklich auch bemühen, sehr sachlich zu überlegen, was sind da die richtigen Instrumente. Das hat was mit moderner Züchtung, auch modernen Züchtungsmethoden zu tun. Es ist nicht die Antwort auf moderne Züchtungsmethoden zu sagen, das ist ein unzulässiger Eingriff in eine Schöpfung. Weil jeder, der das rational analysiert, wird sagen, alles, was wir auch an klassischer Züchtung gemacht haben, ist immer ein Eingriff in Schöpfung. Nur wir haben heute andere Instrumente dafür. Es ist nicht, auch wenn wir emotional sagen, ja, wir wollen gerne beschränkten Handel, wir wollen regionalen Konsum, ist die Logik der Ratio, es ist doch viel sinnvoller, dass Länder, die bestimmte Dinge besser können, weil sie klimatisch dafür bessere Voraussetzungen haben, das tun und dass man vom Handel miteinander profitiert. Handel ist gerade bei Ernährung, gerade bei Ernährungskrisen in bestimmten Regionen, weil Klima auch in bestimmten Regionen zuschlägt, ja überhaupt die Basis dafür, dass man Ernährungsprobleme meistern kann. Also hier auf Regionalstrukturen allein abzuheben, und das als Lösung, als große globale Lösung zu beschreiben, ist vollkommen falsch, weil wir haben in den Regionen vollkommen unterschiedliche, auch natürliche Ausstattungen.
Handel ist eines der wichtigsten Elemente, um tatsächlich auch die großen Ausschläge von Preisen zu vermeiden. Und Herr Glauben, Sie hatten das jetzt zitiert, als die Russen und die Ukrainer 2008, 2009 die Grenzen zugemacht haben, da ist der Preis durch die Decke geschossen. Die hatten gesagt, ich kümmere mich zunächst mal um unsere Lebensmittelpreise innerhalb unseres Landes und haben die Grenzen geschlossen. Und das war der Effekt, der die globalen Märkte durch die Decke hat schießen lassen. Also ich glaube, wir müssen da sehr offen und sehr kritisch und sehr rational tatsächlich diese Konsequenzen auch miteinander wägen. Herr Bommert. Ich teile Ihre Idee, dass wir uns da rational unterhalten müssen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung hat es so formuliert, hat gesagt, wir werden in den nächsten 30 Jahren eine große Suchbewegung machen müssen, um überhaupt, und er hat nur die Folgen des Klimawandels sich angesehen, um mit den Folgen des Klimawandels fertig zu werden. Die Suchbewegung wird auf allen Ebenen der Gesellschaft stattfinden. Die wird bei Ihnen zu Hause stattfinden, die wird in den Schulen stattfinden, die muss in den Universitäten dringend stattfinden und die muss auch in den Kreisen der Wirtschaft stattfinden und natürlich auch bei uns Journalisten. Wir werden die Suchbewegung mitbegleiten. Aber es muss eine offene Suchbewegung sein, die sich auch relativ klar fragt, vor welchen Herausforderungen stehen wir denn? Und die Herausforderungen müssen ganz klar auch definiert werden. Also ohne sie klar zu definieren, kommen wir an dem Punkt nicht weiter. Und wenn eine der Herausforderungen ist, dass uns der zentrale Treiber, nämlich unser Erdöl, ausgeht und wir noch keine alternativen Treiber dafür haben, dann werden wir eine Wirtschaftsweise in Zukunft organisieren müssen, wo man diesen Treiber entweder nicht mehr braucht oder das, was er bewirkt, nicht mehr braucht, nämlich Transport und Bewegung. In diesem Sinne gibt es logische Ableitungen von bestimmten Dingen, die wir erkennen. Die Diskussion ist sicher nicht mit einem Modell zu beenden, zu sagen, der ökologische Landbau macht es dann. Aber der ökologische Landbau ist zumindest schon mal eine Perspektive, in die man denken kann. Und wenn ich mir überlege, was von den Agrarinvestitionen, die in Forschung gehen, in diesen Bereich reingehen, muss ich sagen, da brauche ich keine 10 Finger. Das sind weniger als 10 Millionen, die in der Fakultät in Bonn dafür investiert werden. Ja. Gut, in Bonn. Und der Lehrstuhl, es gibt nur einen Lehrstuhl in Bonn dafür, der sich damit beschäftigt. Also es ist eine magere Forschungsausstattung, die wir in diesem Bereich haben. Da müsste mehr investiert werden, dann könnte man auch zu sichereren Ergebnissen kommen. Dann könnte man auch die Frage sicherer beantworten, wie sieht das denn mit der CO2-Belastung des Gesamtsystems aus? Des einen wie des anderen. Dann könnte man bessere Entscheidungen mit besseren Richtungen fällen. Und ich denke mir, die Gelassenheit und Offenheit dafür, um die geht es jetzt. Man muss erstmal um die Gelassenheit kämpfen, glaube ich. Herr Glauben. Ja, also gelassen sind wir, Herr Bommert. Ich habe Ihr Buch gelesen, nicht alle Ihre Bücher, und ich höre Ihnen zu und muss doch feststellen, dass Sie sehr gute Diagnosen haben des Problems. Sie stellen das Problem fest und Herr Bartmer, Frau Bam haben es schon zusammengefasst, die Ressourcen werden immer knapper und wir müssen die Welt ernähren. Wir müssen die Welt versorgen. Nun schlagen Sie aber Verfahren vor, die mehr Ressourcen benötigen, um genauso viel herzustellen. Und das ist erstaunlich. Wir wissen doch, es ist ja wissenschaftlich gesichert, dass bestimmte Anbauverfahren sehr viel mehr Land brauchen, die knappen Ressourcen sehr viel mehr Wasser brauchen, um Nahrungsmittel herzustellen. Wir wissen doch, dass wenn man nicht dort produziert, wo es am günstigsten ist und das handelt, dass Leute nicht versorgt werden können. Sie beklagen in Ihrem Buch Landgrab. Das heißt, Leute gehen ins Land, investieren ins Land und produzieren im Land. Gleichzeitig möchten sie aber auch keinen Handel mit Produkten. Sie propagieren eine Gesellschaft, die versucht, in Subsistenz zu leben und sind die artikulieren, aber die Konsequenzen nicht. Waren Sie auf Subsistenzbetrieben in Afrika? Waren Sie auf Subsistenzbetrieben in Schema? Wissen Sie, welche Perspektive die Kinder dort haben? Sollen die gefesselt werden in ihrer Subsistenz auf ihrem Hektar, nur weil wir das romantisch wollen? Ist das das, was sie wollen? Das ist genau die Diskussion, von der ich meine, sie ist total unfruchtbar. Sie ist wissenschaftlich unfruchtbar und sie ist öffentlich unfruchtbar. Ich denke, wenn wir eine Diskussion führen, dann muss sie zu etwas hinführen. Ja. Sie muss produktiv sein. Ja.
Wir haben ja alte. Und wir müssen dann auch erkennen, dass bestimmte Dinge, auf die wir uns bisher verlassen haben, nicht mehr verlässlich sind. Sie argumentieren, der Markt ist ein wesentlicher Ausgleichsmechanismus. Ich sage, seit 2008 ist der Weltmarkt kein wesentlicher Ausgleichsmechanismus mehr. Der ist eine Spekulationsmaschine geworden, der die Preise im Wesentlichen nach oben schießen lässt. Und er sorgt nicht dafür, dass die 1 Milliarde Menschen, die hungern, etwas zu essen haben. Guck mal, Sie haben mich gerade unterbrochen, dann wollte ich Sie auch unterbrechen. Es gibt ja, das wissen wir auch, keinerlei empirische Evidenz, dass die Spekulationen maßgeblich die Preise getrieben haben. Das schreibt man gern. Zeitschriften, Journalisten schmücken sich mit solchen Aussagen. Wir wissen aber, dass es im Wesentlichen keinen befestigten Zusammenhang gibt. Man darf das vermuten. Es gibt naheliegende Sachen, aber man kann ja jetzt nicht. Und das ist eben eine falsche Diagnose. Wir feststellen, die Ressourcen sind knapp, das ist ja Fakt. Bevölkerung wächst, sie will mehr essen, sie will anders essen. Wir wissen, dass, ein Fall ist, dass die Ressourcen knapp sind, dass wir drum nicht genügend produzieren können, dass wir nicht mehr genug wachsen können und jetzt den Spekulationen die Schuld geben, als würde ein Abschaffen dieser Spekulationsmöglichkeiten auf diesen Märkten die Preise senken. Sie müssen ja, um das zu behaupten, müssen Sie erstmal eine Evidenz haben, dass die Spekulationen maßgeblich dran schuld sind. Es gibt keinerlei Schrift, die das hinreicht. Es gibt Überlegungen, wissenschaftlich sehr fundierte Überlegungen, aber keine Sicherheit. Vielleicht darf ich mal diese Diskussion auch aufnehmen und ich will mich wirklich bemühen, sie möglichst rational auch aufzunehmen. Also nehmen wir mal Ihr Mustermodell, Herr Bommert, der ökologische Landbau, haben Sie ja so gesagt, ist zwar vielleicht nicht das alleinige Modell, mit dem wir die Probleme lösen, aber er hat ganz wichtige Hinweise und gibt also eine gewisse Orientierung. Ich glaube, dass allein ist schon ein Problem, weil der ökologische Landbau setzt sich ja Regeln, die durchaus willkürlich auch getroffen werden. Also ökologische Produktionsregeln, zum Beispiel keine Nährstoffe in ein System hineinzuführen, bestimmte Behandlungsmaßnahmen auch chemischer Natur nicht zu verwirklichen, bestimmte Züchtungen nicht zu verwenden, ist ja eine Verabredung von Menschen, die sagen, wir geben uns Produktionsregeln, die wir für wertvoll halten. Und es gibt übrigens, und das habe ich auch höchsten Respekt davor, Menschen, die sagen, ja, ich teile diese Produktionsregeln, ich finde sogar die Produkte, die damit erzeugt werden, besser. Aber auf die Fragestellung, die wir haben, nämlich, dass wir mit auf weniger Fläche oder gleichbleibender Fläche ungleich mehr produzieren müssen, kann dieses System nur eine sehr eingeschränkte Antwort geben. Und wenn es noch so viel Investitionen tätig in die Fruchtbarkeit der Böden, in den Humusbestand. Und zweifellos ist der ökologische Landbau an dieser Stelle, besonders wenn er so intensiv betrieben wird wie in Europa oder in Deutschland, da beispielgebend. Aber Sie müssen sich einfach klar machen, ein Standort, der erntet und Ernteprodukte verkauft, und auch das muss der ökologische Landbau tun, der verkauft mit diesen Ernteprodukten zum Beispiel Nährstoffe. Und wenn ich diese Nährstoffe im System nicht mehr zuführe, dann verarme ich über die Zeit meinen Standort. Natürlich habe ich eine natürliche Mineralisation im Boden, davon haben unsere Altvorderen ja auch gelebt. Die haben dann aber irgendwann angefangen, 3-Felder-Wirtschaften zu betreiben, weil nicht genug mineralisiert wurde. Also wir haben latent das Phänomen, dass diese Standorte, und Sie können das ja auch optisch sehen, wenn Sie durch die Felder fahren, sehen immer deutlich hungriger aus und ernten auch, und das ist nun wiederum auch wissenschaftlich evident, die Hälfte. Und das ist nicht eine Frage von nicht ausreichenden Forschungsmitteln, sondern es ist eine Frage von physikalischer Logik, dass wenn ich eine Pflanze nicht adäquat ernähre, wird sie auch nicht so viel ernten. Das ist also ein klarer Zusammenhang. Deshalb sind die Möglichkeiten von ökologischem Landbau als Problemlöser für die großen globalen Herausforderungen der Ressourcenknappheit, eine Antwort zu generieren, eher klein. Trotzdem meine ich, dass wir die Analyse von Produktionssystemen auf einer anderen Ebene leisten müssen. Ich glaube, dass wir den Kriterien der Nachhaltigkeit mehr Inhalte vergeben müssen. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine CO2-Wirkung, ist nicht nur der Ertrag, ist nicht nur eine soziale Auswirkung auf Löhne von Menschen, die mit Landwirtschaft arbeiten, sondern es ist die Summe aller dieser Faktoren zugleich. Und
wir haben, und es gibt andere, die das auch gemacht haben, in der DLG ein Indikatorensystem für nachhaltige Landwirtschaft entwickelt. Da werden über 20 Indikatoren wissenschaftlich überprüft, Auswaschung von Nährstoffen und Ähnliches, und werden dann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb analysiert und zertifiziert. Und ich glaube, dass das morgen das Instrumentarium ist, mit dem wir die Nachhaltigkeit A, messen können in einem Betrieb, und das, was wir messen können, können wir auch optimieren. Wir können auch technischen Fortschritt damit initiieren, der die Nachhaltigkeitswirkung von landwirtschaftlichen Betrieben erhöht. Und da werden Sie immer den Zusammenhang haben zwischen dem, was er auch erntet, also das ökonomische Produkt eines Betriebes kombiniert mit seinen ökologischen und sozialen Belastungsfaktoren. Interessant ist übrigens, wir haben mit diesem System ökologische Betriebe untersucht und konventionell bewirtschaftete Betriebe. Sie finden darin, dass hervorragend bewirtschaftete ökologische Betriebe ganz hervorragende Nachhaltigkeitswerte erreichen. Sie sehen aber auch, dass es vergleichsweise schlechter bewirtschaftete Betriebe gibt, die das überhaupt nicht tun, die auch deutlich schlechter sind als manche konventionelle Betriebe. Und auch in den konventionellen Betrieben sehen Sie diese Spannbreite zwischen guten und schlechten. Das heißt, es gibt in der Nachhaltigkeitswirkung nicht eine Frage, bist du ökologisch oder konventionell, sondern bist du hervorragend gemanagt oder nicht. Und das sollte eigentlich auch in diesem Sinne ein Maßstab sein einer rationalen Annäherung, dass wir eben ein Modell entwickeln, in der Landwirtschaft tatsächlich in diesem Sinne auch nachhaltig nachprüfbar wirtschaftet. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Herzlichen Dank. Ich will die Diskussion mal weglenken von der Biodiskussion. Ich glaube, da könnte man den ganzen Abend noch diskutieren. Zunächst mal, Sie können jetzt mitdiskutieren. Da ist schon die erste Wortmeldung. Vorher gebe ich jetzt aber noch mal hier in die Runde die Frage. Es gibt ja zwei ganz praktische Lösungs- oder Möglichkeiten, wie man so einen Puffer, Wilfried Bommert hat das in seinem Buch Bodenraub Puffer genannt. In Indien zum Beispiel verrotten ungefähr, ich glaube, es sind 70% vieler Feldfrüchte, bevor sie auf den Teller kommen. Also 70%, das ist eine gigantische Zahl. Es fehlen Kühlhäuser, es fehlen Technologien, um die Feldfrüchte auch vom Feld bis in die Lebensmittelproduktion zu sichern. Müsste man da nicht ansetzen? Also da könnte man ja gigantische Mengen an Nährstoffen, die man irgendwo einsetzt, gigantische Mengen an Flächen, die man braucht, die könnte man sich ersparen. Wilfried. Ich glaube, wenn wir unseren Fokus dahin lenken, wo in Zukunft das Wachstum der Weltbevölkerung am größten ist, dann können wir uns eine Antwort darauf geben, wo in Zukunft Landwirtschaft intensiviert werden muss. Und interessanterweise ist das Wachstum der Weltbevölkerung in Indien und Afrika in Zukunft am größten. Dann kommt Südostasien. Und wenn man in diesen Gebieten sich ansieht, was für eine Landwirtschaft ist denn da, dann sehen Sie, es ist überwiegend Subsistenzlandwirtschaft. Manchmal noch nicht mal das. Die Leute können auch nicht mal von ihrem Acker was runterholen, weil sie überhaupt kein Geld für Saatgut haben oder nicht wissen, wie weit sie zur nächsten Quelle gehen müssen. Diese Landwirtschaften überhaupt mal in Gang zu bringen, das wäre die wesentliche Aufgabe für die Zukunft. Nicht so sehr unsere Landwirtschaft noch produktiver zu machen, sondern es geht um diese Landwirtschaft in diesen Hungerländern. Und wenn Sie sich überlegen, dass zum Beispiel in Indien ein Drittel der Bevölkerung hungert und Indien ein sehr schnell wachsendes Land ist. Indien wird bis zur Mitte des Jahrhunderts China überholt haben und am Ende des Jahrhunderts werden dort 2 Milliarden Menschen wohnen und heute hungert davon schon ein Drittel. Die Leute hungern, weil sie auf ihren Flächen nicht produktiv wirtschaften können. Ein wesentlicher Teil des nicht produktiven Wirtschaftens ist, dass sie kein Wasser haben, mit dem sie bewässern können, denn die grüne Revolution hat das Wasser mittlerweile nur noch denen zugestanden, die Brunnen bohren können, die also Geld haben für Brunnen. Wer kein Geld hat für einen Brunnen, der wird auch mit seiner Produktivität in Zukunft da nicht machen. Also geht es darum, diese Landwirtschaften zu entwickeln, die aus unserer Sicht auf sehr primitivem Niveau sind, wo die Leute nicht viel Geld haben. Und diese Leute werden sich wenig Dünger leisten können, sie werden sich kein Hochleistungssaatgut leisten können und sie werden sich keine großartige Mechanisierung leisten können.
Aber in diesem Bereich muss die Landwirtschaft massiv entwickelt werden, wenn wir das Problem der Welternährung lösen wollen. Wir werden das nicht bei uns lösen. Ja. Da muss es gelöst werden. Und da denke ich, da muss massiv geforscht, aber auch debattiert werden, damit das Geld in die richtige Richtung fließt. Danke. Das Mikrofon ist da drüben. Ah ja. Ich wollte nur eine Frage zurückstellen. Wie definieren Sie bitte ökologischen Landbau? An mich. Sie wissen, dass es ökologische Anbauverbände gibt, die sich diese Produktionsregeln definieren. Und das definiere ich als ökologischen Landbau. Also im Prinzip definieren sich ja diese Betriebssysteme mit ihren Anbausystemen selber. Und genau solche habe ich jetzt gemeint mit meinem Begriff. Ansonsten, wenn wir das weiterfassen wollen, dann haben wir natürlich ein weites Feld, weil diese, wie gesagt, diese Anbauregeln definieren sich auch diese Verbände jeweils für sich selbst. Wir haben in Deutschland dann einen Oberbegriff und wir haben ein Bio-Siegel. Da werden dann Mindeststandards definiert, die sind dann auch mal gesetzlich definiert. Aber im Prinzip ist es eine Ursprungsdefinition der einzelnen Anbauverbände, die sie auch selbst kontrollieren. Zweite Variante der möglichen Lösungen, wie man die Lebensmittelproduktion erhöhen kann, wäre ja, was man unter dem Siegel Tank oder Teller fasst, dieser Konflikt. Niebe möchte E10 verschwinden lassen, das ist sicherlich mehr Symbolpolitik. Aber dahinter steht natürlich die grundsätzliche Frage, macht es Sinn? Ist es effizient, dass wir Lebensmittel einsetzen, Lebensmittelpflanzen einsetzen, um Sprit und Diesel zu produzieren? Gehen wir mal auf dieses Thema ein, Herr Glauben. Darf ich eine kurze Anmerkung noch mal schnell machen zu dem anderen Thema? Wir haben eben, Herr Bommert, Sie haben das gesagt, wir müssen verstärkt an den Standorten forschen und Leistung erbringen, wo auch der verstärkte Bedarf ist. Ich glaube, oder Sie haben es gesagt, wir müssen darüber nachdenken, warum so viel Nachernteverluste da sind und müssen daran ansetzen. Ich glaube, es ist vollkommen klar und jedem hier einsichtig, es ist nicht eine Maßnahme, nicht ein Ansatzpunkt, es ist ein extrem komplexer Ansatzpunkt. An allen Stellen dieser Welt wird der globale Brotkorb definiert und an jeder Stelle müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um diesen globalen Brotkorb gefüllt zu halten. Also es gibt nicht Einzelmaßnahmen, es gibt nicht Präferenzregionen, sondern es gibt eine große gemeinsame Aufgabe. Und in dieser Aufgabe wird, und das sage ich nochmal sehr deutlich, wird der Handel auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Deshalb, wir können nicht in Europa sagen, naja, das Hungerproblem ist nun wesentlich ein indisches und asiatisches und deshalb brauchen wir jetzt hier vielleicht uns nicht im Wesentlichen irgendwie zu korrigieren. Nein. Wir sind Teil der globalen Lösung und das sind wir auch aus Verantwortung für unsere guten Standorte, die wir hier haben. Aber natürlich werden wir in Europa nicht die Probleme lösen für den Rest der Welt, sondern wir haben ein sehr komplexes Feld mit lauter solchen Elementen, die jetzt hier angesprochen sind. Und das Thema Bioenergie, Entschuldigung, dass ich Ihnen da jetzt nochmal reingegangen bin, gehört natürlich auch damit hinein. Ich würde gerne auch nochmal den alten Aspekt ansprechen. Es sind manchmal auch gar nicht die agrarspezifischen Lösungen, die gesucht werden müssen, weil häufig kommt ja das Getreide oder kommen die Früchte nicht in die Kühlhäuser, selbst wenn sie an Stellen existieren, weil die Infrastruktur nicht funktioniert. Klar. Das heißt also, auch das muss gesehen werden. Und zum Teil auch die gesamte Information, das, was für uns selbstverständlich ist, Marktinformationssysteme in Deutschland, in Europa, ist halt dort nicht immer gegeben. Und das sind Dinge, die zum Teil langsam aufgebaut werden und mit neuen Mitteln der Kommunikation gibt es da zum Teil ganz, ganz einfache Lösungen, dass Informationen über die Handys weitergegeben werden, ja, für wenig oder gar kein Geld aus Sicht der Landwirte, wo halt auch eine Vernetzung passieren kann, dass man weiß, okay, da ist etwas, das kann verkauft werden, wenn denn dann die Infrastruktur funktioniert. Also ich glaube, an diesen Post-Harvest-Losses müssen wir uns wirklich ransetzen. Diese 70% müssen reduziert werden und damit kann man sicherlich einen Teil der Probleme lösen. Ich fände aber, wenn, nachdem Sie vielleicht jetzt über diesen Biospritbereich diskutieren, fände ich schon auch gut, wenn wir nochmal auf die Nachfrage zurückgehen würden, auch die Situation, wie sie tatsächlich sich für die Konsumenten hier in Deutschland darstellt. Aber kommen wir mal ganz kurz, der Glauben wollte auf den Biosprit eingehen. Ich wollte auch das nochmal bestätigen, auch Herr Bommer. Natürlich
versteht man unter einer besseren Ausnutzung von Ressourcen. Das ist ja Produktivität. Nicht nur das, was auf dem Acker geschieht, sondern danach. Es geht um eine effizientere Gestaltung der Wertschöpfungskette bis hin zum Konsumenten. Und gerade in den weniger entwickelten Ländern, das wissen wir heute, Frau Hartmann hat es angesprochen, haben wir infrastrukturelle Defizite. Infrastruktur nicht nur in Form von Straßen. Die Menschen haben gar keine Möglichkeit, ihren Anbau, das, was sie angebaut haben, an die Märkte zu bringen. Und wenn sie keine Möglichkeit haben, das an die Märkte zu bringen, dann können sie gar nicht aus sich selbst heraus oder nur unter schwierigsten Bedingungen ihre Landwirtschaft entwickeln. Das ist, was Sie unter Handel, auch regionalen Handel, gemeint haben. In allem, was wir gesagt haben, wir wollen da nicht missverstanden werden, geht es natürlich um eine produktivere, ressourcenschonendere Land- und Ernährungswirtschaft, um die Kette, um den Komplex und natürlich nicht nur, was auf dem Acker geschieht. Also das möchte ich auch nochmal bestätigen. Eins der Probleme in der Tat, ist stark diskutiert worden, dass Europa und Amerika nicht unschuldig sind, enorme Subventionen gewesen in die Erzeugung von Biosprit. Keiner war ja so richtig glücklich damit und ist so richtig glücklich damit. Und es gibt vor kurzem ein Gutachten von der Leopoldina, die andere Gutachten auch bestätigen. Leopoldina ist eine angesehene, die älteste Wissenschaftsakademie mit Sitz in Halle. Vielleicht ein bisschen Werbung für meinen Standort zu machen. Und dort haben sich Wissenschaftler aller Disziplinen, die sammeln im Übrigen Nobelpreisträger, zusammengesetzt. Und die haben die Empfehlung rausgegeben, eben auf eine verstärkte, insbesondere Förderung der ersten und zweiten Generation zu verzichten, im besten Falle Abfälle möglicherweise zu nutzen. A, weil man das Problem der Energieknappheit mit diesen Sachen eigentlich nicht flächendeckend oder umfassend im Griff, die gehen also eher an Solarenergie, bekommt. Und zum Zweiten natürlich, weil es den direkten Nexus gibt zu dem Welternährungsproblem, von dem wir reden, auf dem wir stehen, wo wir eben Ressourcen brauchen. Und wie gesagt, die Kernressourcen sind ja nun mal Land und Wasser. Und wenn genau diese Kernressourcen für ein wenig erfolgversprechendes Modell der Bioenergieerzeugung genutzt werden, das sind ja noch Finanzgelder, das sind ja auch Gedanken, das sind ja alles, was da reingeht, dann ist das sicherlich zu fragen. Also gegenwärtiger Stand, zumindest in der Wissenschaft, ist eher sehr zurückhaltend, was die Bioenergieförderung angeht, aus den beiden genannten Gründen. Wilfried, kurze Antwort, dann kommt es hier. Ja, ich wollte erstens sagen, es ist beachtlich und begrüßenswert, dass sich deutsche Forscher in dieser Frage zu einer Position durchringen, die gegen die geltende Politik, und zwar gegen die Mehrheitspolitik der Industrieländer ist. Das hat sicher Folgen. In Amerika zeichnet sich Ähnliches ab. Ich komme gerade aus den Ferien. Ich war in Schleswig-Holstein und habe das Land fast nicht mehr wiedererkannt. Früher war das ein Land, in dem Korn angebaut wurde und in dem Kühe weideten. Heute ist ein Land, wo Mais angebaut wird. Fast flächendeckend. An jeder Ecke steht jetzt eine Biogasstation, mit der Biogas hochgefördert produziert wird. Und wenn man sich die Böden mal ansieht, wenn bei Mais auf Hanglagen angebaut wird, die Böden schwimmen weg. Das heißt, diese falschen Entscheidungen, diese Energie bei uns zu bauen, hat viel weitergehende Konsequenzen nachher noch für die Produktionsgrundlagen. Die zerstören wir nämlich damit auch noch. Na, im Bergischen Land auch. Da brauchen Sie nur hier durch die Lößbürde zu fahren und ins Bergische Land. Ja. Ich habe fast 40 Jahre als Stadt- und Regionalplaner gearbeitet und hatte viel mit Flächennutzungsplan zu tun. Der Dickopshof hier, ein Unternehmen der Universität Bonn, wurde dann irgendwann mal aufgegeben. Da lief ein 100-jähriger Versuch für die Kartoffel, ich glaube Düngeversuch, für die Kartoffel, Rübe oder irgend so was. Was wird heute auf den Flächen angebaut? Sie können sich da drin verstecken. Mais, 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 soweit das Auge reicht. So viel kann man gar nicht grillen. Ja. Darf ich ein Wort dazu sagen? Entschuldigung. Oder? Aber ein kurzes Wort, weil dann geht es jetzt hier weiter. Also ich glaube nur eins, auch da bitte ich ein bisschen um Mäßigung. Es hilft uns nicht die plakative Botschaft, an jeder Ecke steht eine Biogasanlage und das Land ist flächendeckend mit Mais bepflanzt, denn im Frühjahr fahren Sie durch, dann sehen Sie wunderbar blühenden Raps. Auch in Schleswig-Holstein. Ich glaube, dass uns klar sein muss, wir haben deutlich mehr Mais im Anbau heute.
Wir müssen aber auch klar sein, Mais ist die Frucht, die den höchsten Energieertrag je Hektar hat. Das heißt, wenn Sie Biogasanlagen haben wollen, und es gibt einen Gesetzgeber, der das gefördert hat, wenn Sie Biogasanlagen betreiben wollen und wollen möglichst wenig Fläche zur Versorgung der Biogasanlagen in Anspruch nehmen, dann werden Sie gar nicht anders können, als Mais anzubauen. Das heißt, wenn wir jetzt uns hier entscheiden, dass wir Mais nicht schön finden oder dass Mais bezüglich der Erosion negative Effekte hat, und das gibt es an bestimmten Stellen, dann müssen wir uns klar sein, dass wir dann noch viel mehr Fläche für die, für das Betreiben der Biogasanlagen in Angriff nehmen müssen. Also auch an dieser Stelle nur noch mal bitte den rationaleren Pfad gehen und sagen, lass uns doch mal den Einzelbetrieb angucken. Hat er Erosion? Ja. Dann ist es ein Problem beim Mais. Das sollte man dann in einem Nachhaltigkeitszertifikat feststellen. Hat er kein Problem mit Erosion? Warum soll er nicht Mais anbauen? Also wir müssen, es gibt nicht schwarz und weiß in dieser Diskussion, sondern immer die Optimierung der Systeme. Das will ich damit nur andeuten. Ja, danke. Nee, es ist okay, Sie können reden. Okay. Ich wollte drei Anmerkungen, vielleicht indirekte Fragen, hier vorbringen. Die erste Anmerkung ist, richtet sich an Sie, Herr Bommert, über die indische Landwirtschaft, die Sie ja ein bisschen als rückständig, ineffizient und auch den Hunger nicht gerade im Fokus habend dargestellt haben. Ich glaube, die indische Landwirtschaft, obwohl sie sehr viel Subsistenz, kleinstbäuerliche Landwirtschaft ist, ist eine der effizientesten. Die indische Landwirtschaft ist deshalb so gut, weil die Bauern genau ihren Ressourcenverhältnissen entsprechend diese einsetzen. Die indische Landwirtschaft kann gut mit der europäischen mithalten. 2000, erinnere ich mich noch sehr genau, hat ein Agrarwissenschaftler aus Indien auf einer Konferenz in Berlin gesagt, wir würden gerne exportieren, wenn wir nur dürften, auch nach Europa. Und Indien ist einer der größten, nicht einer, Indien ist der größte Milcherzeuger, Indien ist der größte Weizenerzeuger. Ist natürlich auch der Größe des Landes teilweise geschuldet, ich will das nicht kleinreden, aber Indien ist wirklich hervorragend. In Indien braucht man keine Kühlräume, in Indien kaufen sie das Geflügelfleisch als lebendes Huhn. Wenn sie Milch kaufen gehen, da gehen sie nicht in die Kühlgeräte von irgendeinem Großdiscounter, sondern da gehen sie an die Kuh, die an dem nächsten Pfahl steht. Das ist effiziente Landwirtschaft. Das wäre hier verboten, aber na gut. Indien ist sehr effizient, sehr effektiv. Indien hat natürlich das Armutsproblem, dem gebe ich Ihnen gerne recht. Die zweite Anmerkung ist eine ganz kurze. Sie haben zweimal in Ihrer Diskussion über die Knappheit der Energie gesprochen. Es kann Ihnen doch nicht entgangen sein als Journalist, dass wir vor einer gigantischen Wende auf dem Energiesektor stehen. Wir haben Energievorkommen, so viel hat es noch nie gegeben. Noch nie gegeben. Es sprechen Leute von einem Überfluss schon an Gas. In den USA sind die Gaspreise halbiert worden. In den USA fallen die Strompreise. Bei uns steigen sie, da fallen sie. Auch deshalb, weil plötzlich so viel Gas vorhanden ist. Und nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern. Also der Energiesektor wird sich völlig ganz anders darstellen in den nächsten 100 Jahren, als wir das bisher vor, ich sage mal, 5, 6 Jahren noch geglaubt haben. Und meine dritte Anmerkung ist wirklich eine Frage. Es hat von den Diskutanten hier keiner die Bevölkerung als eine Möglichkeit der Ernährungssicherung ins Spiel gebracht. Wäre es denn nicht die einfachste Lösung, Ernährungssicherung in der Zukunft dadurch zu erreichen, dass wir das Bevölkerungswachstum angehen? Wenn wir die Bevölkerung wesentlich geringer wachsen lassen würden, wenn wir das schaffen würden, hätten wir viele
andere Probleme, die sich auf der Produktionsseite ergeben, gelöst. Natürlich wollen wir keine Bevölkerungspolitik à la China, aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, das Bevölkerungswachstum zu beeinflussen, gerade dort in den Ländern, die auch von Ihnen, Herr Bommert, angesprochen waren, die in Asien sind, die armen Länder sind, und dort das Bevölkerungswachstum zu drücken und dadurch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln gleichfalls zu senken. Nicht so stark, aber das scheint mir auch eine Möglichkeit zu sein. Herzlichen Dank. Kurze Antwort von Herrn Bommert und dann das Mikrofon geht dort drüben hin. Ihren Anmerkungen recht zu werden. Also erstens Bevölkerungswachstum. Natürlich gibt es Mechanismen, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren. Aber wie sind die? Die sind darin, dass man den Frauen eine vernünftige Ausbildung gibt, dass man ihnen einen hohen sozialen Status in der Gesellschaft gibt, dass man ihnen Einkommen gibt und eine sichere Stellung in der Familie. Und in den Ländern, in denen wir die hohen Geburtenraten haben, zum Beispiel Mali und Niger, 8 Kinder pro Frau, sind alle diese Merkmale nicht vorhanden. Wenn Sie also eine Gesellschaft entwickeln, dann werden Sie auch feststellen, dass die Leute nicht mehr so viele Kinder am Ende haben. Das ist der eigentliche Punkt, mit dem man das Bevölkerungswachstum weltweit in den Griff bekommt. Und die zweite Geschichte, was die Energie betrifft... Aber Entschuldigung, das Entwickeln der Gesellschaft ist ein bisschen schwieriger, nicht? Ja, das kann man eben nicht mit Kondomen machen, nicht? Das ist schon vollkommen klar. Aber die zweite Geschichte, die ich eben noch sagen will, ihr Energiereichtum stößt sich natürlich mit der relativen CO2-Aufnahmefähigkeit unserer Erdhülle. Wenn Sie CO2-freie Energie anzubieten haben, da könnte ich Ihnen recht geben, aber da sehe ich im Prinzip nur die Sonne, die es am Ende machen wird. Und was die indische Landwirtschaft anbetrifft, meinen Beobachtungen nach ist das große Problem in der indischen Landwirtschaft nicht ihre Produktivität, sondern das Wasser für ihre Produktivität noch zu beschaffen. Die Brunnen müssen immer tiefer gehen. Da, wo früher normale Pedalpumpen es geschafft haben, müssen heute schon relativ Tiefbohrungen von 10 und 20 Meter her. Die indische Regierung hat darauf reagiert und gesagt, in den relativen Dürregebieten werden wir in Zukunft was anderes anpflanzen, nicht mehr Getreide, weil Getreide sehr viel Wasser verbraucht. Wir werden in Zukunft da Gemüse anpflanzen, weil Gemüse nicht viel Wasser braucht. Und wir verlagern die Getreideregionen woanders hin. Und dass Indien ein Getreideexportland mal gewesen ist, das ist vorbei. Die ersten Schiffe aus Australien sind bereits in Indien gelandet und versorgen die indischen Häfen mit Getreide. Herzlichen Dank. Ja, also ich möchte auch mal was sagen, und zwar zu dem Punkt mit dem Biosprit. Da wird eigentlich immer nur um den heißen Brei herumgeredet. Meine persönliche Meinung ist das, dass die letzten 20 Jahre eigentlich damit verbracht wurden, das Auto immer noch höher zu entwickeln und jetzt nach China zu importieren, BMW, Mercedes, Audi, alle machen gute Umsätze und verkaufen in die Länder, wo man eigentlich sagen, da müsste man die Landwirtschaft entwickeln oder müsste man den Leuten irgendwie das Essen liefern. Und eigentlich ist das Auto für mich eine der negativsten Entwicklungen, die sich der Mensch in seiner Entwicklung aufgetan hat. Das wird man vielleicht erst in 20 Jahren im vollen Umfang sehen. Wir brauchen Straßen, wir brauchen Krankenhäuser, wir schauen da raus, die Leute bewegen sich nicht, keiner kann mehr zu Fuß gehen, alle haben dicke Ranzen, weil sie zu viel mit dem Auto fahren. Und es ist so, dass da so viel Ungutes dranhängt an der ganzen Entwicklung. Ich bin zuerst in den Biergarten davon gesessen, wie Sie auch, habe mir die Leute angeschaut, die sind alle übergewichtig, die essen zu viel, also wir könnten sie jemand anders zum Essen geben. Und ich sage, am Auto, da spielt sich vieles ab, müsste man ein bisschen darüber nachdenken, wenn am Samstag in der Früh neben mir einer zum Bäcker fährt mit seinem SUV und anschließend fährt er dann zum Biomarkt zum Einkaufen. Und ich bin jetzt im Laden unterwegs. Bauern. Egal, das war jetzt nur so ein kurzes Statement. Also ich sehe das Auto als sehr negativ, auch für die Zukunft. Herzlichen Dank. Die nächste Wortmeldung genau vor Ihnen. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage. Ist es denn wirklich so, dass nicht ausreichend Lebensmittel global produziert werden? Oder ist es nicht vielleicht auch nur eine Fehlverteilung irgendwie? Vollkommen richtig. Das war die Eingangsfrage. Es gibt Leute, also ich habe die Barbara Diekmann so verstanden, in dem Interview in WDR 2, Präsidentin der Welthungerhilfe, dass sie sagt, es gibt genug Lebensmittel, sie müssen nur anders verteilt werden, beziehungsweise die Leute sind zu arm, um die Lebensmittel, die es gibt, die produziert worden sind, zu kaufen. Herr Glauben.
Ja, direkt darauf. Es wird zukünftig, man bezeichnet es jetzt noch als Verteilungsproblem. Zukünftig ist es aber ein Produktionsproblem. Und was heißt eigentlich Verteilungsproblem? Im Grunde ist es doch, gibt es zwei Alternativen für die Menschen, die in Ländern leben, die zu wenig Essen haben. Einerseits, sie können Einkommen erschaffen durch ihre Jobs, durch ihre Arbeit, die Länder, und können importieren. Auf der anderen Seite können die Länder sich ihre Landwirtschaft selbst entwickeln. Eine Verteilung im Sinne einer ständigen Nahrungsmittelhilfe hilft der Entwicklung dieser Länder nicht. Es kann ja nicht sinnvoll sein, dass die, ich übertreibe jetzt in der Semantik, versklavt werden, abhängig werden von uns. Das kann ja nicht der Sinn einer geordneten Entwicklungspolitik sein. Sie haben eine Nachfrage, oder? Ja, aber wenn also zum Beispiel Futtermittel für Tierhaltung in den westlichen Staaten zuhauf, also das ist Halbwissen, aber in Ländern produziert werden, wo es gerade zu akuten Hungersituationen kommt, ist das nicht vielleicht so eine Form von Fehlverteilung? Sie meinen, wenn in Ländern, wo auf der einen Seite Menschen hungern und auf der anderen Seite wird sozusagen Getreide, sei es Futtergetreide oder Brotgetreide, exportiert. Das ist sicherlich eine Situation, die in diesen Ländern nicht besonders günstig ist. Nun ist es ja so, dass weder wir als Wissenschaftler noch der Präsident der DLG oder jemand einen Einfluss hat sozusagen auf die komplette politische, das komplette politische und wirtschaftspolitische Umfeld in diesen Ländern. Aber natürlich ist es dort so, wie zuvor gesagt, man hat Infrastrukturprobleme. Es ist auch ein Problem in den Ländern sozusagen, einen Handel so zu organisieren, dass in den Ländern, ohne jetzt den internationalen Handel, dass dort, wo produziert wird, auch dorthin geliefert werden kann, wo eher nachgefragt wird. Auch das ist ein Problem und auch das verstehe ich unter der Möglichkeit sozusagen die Produktivität eben der Märkte des Wirtschaftens dort zu erhöhen. Nur noch mal generell eine schlichtweg Umverteilung, eine ständige und stetige Umverteilung via Nahrungsmittelhilfe würde ich nicht als eine vernünftige Strategie in der Entwicklung der Länder oder in der Versorgung mit Nahrungsmittelhilfen erachten. Ich? Ja, okay. Also ich würde Sie da unterstützen, Herr Glauben. Aber wenn wir uns mal die Situation vor Augen halten, dass wir 50% unserer Nahrungsmittel nicht vom Acker bis auf den Teller bringen, sondern zwischendurch wegschmeißen, dann wäre eigentlich heute schon genug für die Menschheit vorhanden. Wir haben nur die falsche Strategie. Aber wir können ja nicht sagen, das, was bei uns im Kühlschrank nicht verrotten soll, das schicken wir dann irgendwo nach Ghana, damit die Leute was zu essen haben. Das wäre genauso Unfug. Die Leute in Ghana könnten aber sehr wohl was damit anfangen, wenn wir in ihre Landwirtschaft investieren würden, wenn wir in ihre landwirtschaftlichen Schulen, in ihre landwirtschaftliche Beratung, in ihre landwirtschaftlichen Fakultäten investieren würden und am Ende auch noch in Beispielsbetriebe, wie man es denn so machen könnte. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 20 Jahren ist das, was die Bundesrepublik Deutschland, aber international gilt es genauso, im Entwicklungsetat für die Landwirtschaft vorgesehen hat, von 20% auf nicht einmal 5% geschrumpft. Dann können Sie sich vorstellen, wenn so wenig Geld investiert wird, da kann am Ende auch nichts herauskommen als Hunger. Und das haben wir jetzt. Ganz kurz, dann da drüben. Hat sich erledigt. Okay, dann. Moment, Mikrofon. Jetzt geht sie. Okay, ich habe das Problem nicht verstanden. Ich wollte auch ein anderes Problem. Wir haben vorhin gesagt, dass Europa sehr viel importiert an Nahrungsmitteln. Werden nicht zum Teil die afrikanischen Länder gezwungen, von der Weltbank zu exportieren, auch Nahrungsmittel, um uns, um die Dame vorhin sagen wollte, dass ihre Rohstoffe nicht ausreichend bezahlt werden? Das sind meine zwei Fragen. Herr Glauben? Vielleicht, ja, Europa ist tatsächlich ein großer Nettoexporteur. Mir war eher bekannt, das ist ungefähr die Fläche von Deutschland, die wir virtuell. Das sind über 30 Millionen Hektar. Sogar noch mehr, genau. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ich kann mir schlecht vorstellen, Klaus, dass die Weltbank jemand zwingt. Was die Weltbank aber betreibt, ist, diese Länder exportfähig zu machen, sodass man auch Devisen erwirtschaften kann. Denn diese Devisen sind natürlich notwendig, um in anderen Stellen, auch in der Landwirtschaft, zu investieren. Also von Zwang, ich weiß, vielleicht kennen Sie einen Einzelfall. Die generelle Strategie ist aber eine bei verschiedenen Ländern, die an der Grenze sind, dass eine Exportstrategie geführt wird, eben um Devisen zu investieren. Weniger, also das ist mir nicht bekannt, um die Nahrungsmittel etwa in Europa unter die Sicherheit sicherzustellen. Das wäre mir nicht bekannt. Vielleicht nur eine kurze Anmerkung noch dazu. Gerade die Entwicklungsländer haben in den letzten Welthandelsrunden ganz insbesondere darauf insistiert, Agrarprodukte in Industrieländer importieren zu dürfen. Das heißt, es scheint sehr viel ausgeprägter ein Interesse zu sein, Marktöffnung von Seiten der Entwicklungsländer zu gewähren, als umgekehrt das Gefühl zu bekommen, die nehmen uns da unsere Produkte weg. Also es ist genau so, wie es Herr Glauben sagt, das ist ein Teil auch unserer wirtschaftlichen Entwicklung in dem Handelsprozess über Devisen, über Spezialisierung unserer Produktion, dann auch eine Entwicklung der Industrie und damit auch des Wohlstandes in solchen Ländern zu gewährleisten. Am Ende ist auch in Deutschland das mal so entstanden, weil Agrarregionen Nettoexporte in Städte geleistet haben und deshalb sich hier Industrien aufbauen konnten. Das findet in diesen Ländern natürlich in größerer Dimension genauso statt und das muss auch gewährleistet sein. Also deshalb, ich habe es vorhin schon einmal deutlich gesagt, freier Handel ist eines der wesentlichen Instrumente, um Hungerprobleme beherrschbar zu machen. Herzlichen Dank. Dort drüben noch eine Wortmeldung. Ja, kurze Wortmeldung. Sie haben eben gesagt, es ist ja Quatsch, wenn ich jetzt die Nahrungsmittel, die in Deutschland oder in Europa produziert werden, nach Afrika schicke. Aber es funktioniert umgekehrt ja auch, dass die Afrikaner was hier hinschicken. Das ist jetzt die Frage. Also es geht in die Richtung, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Hier in Europa regnet es nun mal mehr als in Afrika. Also warum kann man nicht hier die Sachen produzieren und die dann dahin schicken, wo es weniger regnet? Also man, das geht in, das wäre die Frage. Das passiert ja auch. Vielleicht darf ich eine Sache kurz zitieren. Entschuldigung. Ja. Es gibt einen Gießener Wissenschaftler, der eine wunderbare Arbeit angefertigt hat. Da hat er sich über virtuelles Wasser Gedanken gemacht. Also Wasser, was zur Produktion notwendig ist. Und diese Arbeit hat er für Saudi-Arabien angefertigt. Saudi-Arabien hat, nachdem sie diese Arbeit verarbeitet hatten, also gelesen hatten, haben die entschieden, dass sie ihre eigene Weizenproduktion beenden. Weil der Weizen, der in Saudi-Arabien wächst, beregnet, verbraucht so viel Wasser. Ja, dass es also für Saudi-Arabien viel sinnvoller ist, Weizen aus solchen Regionen wie den unseren mit gemäßigtem Klima zu importieren. Sie importieren damit virtuelles Wasser. Und das gilt genauso bei Veredelungsprodukten. Eine Veredelung in Entwicklungsländern mit knappen Wasserressourcen zu realisieren, ist nicht besonders wirtschaftlich, sondern es ist viel sinnvoller, virtuelles Wasser in Form von Hähnchenschenkeln oder Ähnlichem dann in diese Länder zu importieren, die hier an unseren begünstigten, niederschlagsbegünstigten Standorten dann sehr viel effizienter wachsen. Daran sehen Sie auch, wie wichtig Handel ist, auch an dieser Stelle. Vielleicht darf ich es noch kurz ergänzen. Was Sie gerade genannt haben, ist das Prinzip der Ökonomie des Handels. Ja. Dass man dort produziert, wo man komparative Vorteile hat, wo die Ressourcen sind. Und darum geht die Diskussion immer. Soll man nun handeln? Wir glauben ja, es nutzt. Andere glauben, es nutzt. Das ist zentral, ein zentrales ökonomisches Prinzip. Ich würde gerne eben noch was dazu sagen, weil ich es nicht so, ganz so stehen lassen möchte. Handel ist natürlich ein zentrales Prinzip, aber die entscheidende Frage ist, welche Konsequenz hat der Handel? Wenn wir uns zum Beispiel Ägypten ansehen, Ägypten muss mehr als die Hälfte seiner Getreidevorräte importieren. Das führt nun nicht dazu, dass die Staatskasse da voller wird, die wird immer leerer. Das heißt, der Anteil an das, was der ägyptische Staat an Export oder Import für sein Getreide bezahlt, wird immer größer. Und die Möglichkeiten, in seine eigene Landwirtschaft zu investieren, werden damit immer geringer. Das heißt, es kann auch durchaus gegenteilige Effekte haben. Darauf muss man achten. Da drüben eine Wortmeldung. Wo war sie? Okay. Also mein Name ist Sebastian Kremser und ich habe jetzt viel gehört. Es war für mich sogar ein Husarenritt und eine große Aufgabe, das für mich zusammenzufassen im Kopf jetzt. Und ich persönlich denke mir eigentlich, dass der entscheidende Punkt für mich erstmal ist, der Satz ist letztendlich, beginne bei dir selbst. Also das heißt, für mich wird dir doch erstmal selber klar, was treibt dich an,
vor allem jetzt in Bezug auf Ernährung oder im Verhalten grundsätzlich mit Lebensmitteln. Was sind meine Werte? Über die muss ich mir klar werden, um auch dann für mich klar zu werden, wie möchte ich denn Lebensmittel produzieren? Wir hatten die Diskussion, konventionell, biologisch, ökologisch. Für mich, ich hörte auch ein bisschen so raus, für mich persönlich so Gen und so ist ja auch irgendwo eine, so habe ich Sie verstanden, eine Veränderung von Züchtung bloß mit technischen Mitteln. Mhm. Und da muss ich mir doch erstmal selber klar werden, mit welchen Werten möchte ich dort an das Thema rangehen, und dazu muss ich bei mir selber beginnen. Und ich möchte Ihr Zitat vom Bundespräsidenten aufnehmen. Also wir müssen in einen Dialog, oder Nachhaltigkeit ist Verantwortung und Rationalität. Mhm. Verantwortung heißt für mich, dass ich erstmal zunächst auch wieder für mich Verantwortung übernehme und für mein Handeln. Also muss ich mir auch wieder selber klar werden, wo möchte ich hin. Und wenn ich mir da selber drüber klar bin, dann kann ich in einen konstruktiven Dialog mit meinen Mitmenschen gehen, mit denen ich zusammenlebe, mit der Region, mit dem Staat und global. Und wenn wir uns selber darüber im Klaren sind, was wir brauchen, können wir auch eindeutig unsere Bedürfnisse kommunizieren und in einen konstruktiven Dialog gehen und Konflikte vermeiden. Mhm. Und Rationalität ist für mich dahingehend wichtig, das ist für mich der Punkt Bildung, Aufklärung. Ich muss mir ja klar werden durch die Wissenschaft und die Erkenntnisse, die ich habe, oder durch Diagnosen, Analysen, die ich durch Beobachtung mache, welche Folgen hat mein Handeln, damit ich überhaupt rationale Entscheidungen treffen kann. Und darauf wollte ich nochmal aufmerksam machen, weil mir das zu kurz gekommen ist, weil wir hier oft über richtig und falsch diskutiert haben. Und na klar, wenn ich um richtig und falsch diskutiere, dann kommen meine Bedürfnisse automatisch hoch und dann sind wir in einer emotionalen Diskussion. Hm. Dankeschön. Herzlichen Dank. An fast schon schönes Schlusswort. Wir müssen auch gleich Schluss machen. Können wir noch ein bisschen machen. Die Chefin sagt, wir können noch ein bisschen machen. Okay. Ja, aber ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich glaube, das setzt an einer wichtigen Stelle an, bei uns selber. Und das war ja auch mein Einstiegskommentar ein bisschen, dass Konsumenten schon auch zunehmend einen Wunsch haben, Verantwortung zu übernehmen. Aber dass sie sich auch in der Komplexität, was ist alles Verantwortung, worauf muss ich alles achten, ja? Und diesen wirklich Wust an Label, die es inzwischen gibt, auch ein Stück weg verloren fühlen. Und hier, Sie sprachen von Bildung. Ich würde sagen, Transparenz ist hier in dem Zusammenhang auch sehr, sehr wichtig, damit Konsumenten vielleicht, die sich entschieden haben, ich möchte hier auch meinen Beitrag leisten, dass sie auch dieses tun können, mit ihrer Kaufentscheidung auch im Endeffekt dann sich für dieses nachhaltigere Produkt entscheiden können. Ich fand es ganz interessant, Herr Bartmann, als Sie gesagt haben, Sie haben ein Indikatorensystem entwickelt, zumindest was den landwirtschaftlichen Bereich angeht. Ein einheitliches System, was auch gut kommuniziert wird, würde hier ja vielleicht schon mal einen Beitrag dazu leisten, dass Konsumenten tatsächlich die Transparenz haben, entsprechend ihrer für sich entschiedenen Konsumwünsche auch die Entscheidungen zu treffen. Und wir haben uns jetzt sehr, sehr stark auf die Regionen der Dritten Welt orientiert in unserer Diskussion. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, die hier auch in Deutschland realisiert werden können. Beispielsweise, indem man versucht, die Verluste hier in Deutschland auch zu reduzieren im Bereich von Lebensmitteln, nicht nur auf der Haushaltsebene, aber auch in der gesamten Kette. Und es gibt intelligente Verpackungssysteme, die beispielsweise, die entwickelt worden sind, unter anderem an der Universität Bonn, an einem Lehrstuhl einer Kollegin, wo man sehen kann, wann tatsächlich auch die Kühlkette unterbrochen wird. Dass man weiß, okay, das Produkt muss ganz schnell konsumiert werden, bevor ich warte, bis es tatsächlich nur noch für den Mülleimer quasi zu nutzen ist. Oder dass man sich, dass es Verpackungen gibt, die dazu führen, dass die Produkte länger halten, was natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass sie länger genutzt werden und unbedenklich, weil die Nahrungsmittelsicherheit ist uns ja allen auch ein ganz wichtiges Anliegen. Also ich glaube, in dem Bereich gibt es eine Menge zu tun, nicht nur in Entwicklungsländern, auch in unserem Bereich, auch wenn man darüber nachdenkt, dass große Probleme eigentlich in der letzten Meile gegeben sind. Die letzte Meile oder der letzte Kilometer, den die Lebensmittel wandern, nämlich vom Lebensmitteleinzelhandel zu uns nach Hause in unsere Kühlschränke, dass hier
enorme Ressourcen eigentlich verbraucht werden, dass man sich auch da Gedanken macht, wie geht man eigentlich einkaufen? Oder ist es eigentlich so sinnvoll, diese großen Läden irgendwo auf der grünen Wiese zu haben? Oder müsste man nicht darüber nachdenken, vielleicht ganz neu geartete Tante-Emma-Läden zu haben, die natürlich ganz anders strukturiert sind und wo vielleicht da einfach so etwas ist, dass ich per Internet etwas bestelle und es da abholen kann? Ja? Solche Dinge, denke ich, in diese Richtung müssen wir weiterdenken auch, um vielleicht die Ressourcen hier vor Ort, nicht nur in den Entwicklungsländern, auch bei uns hier in Deutschland besser zu nutzen und das auch zu kommunizieren, was jeder von uns dazu beitragen kann. Dann kann jeder, niemand soll gezwungen werden, aber jeder kann für sich entscheiden, wie er seinen Beitrag dazu leistet, dass es vielleicht ein verantwortungsvolleres Umgehen mit unseren Ressourcen gibt. Und die Produktvielfalt nicht nur positiv zu sehen. Also wer in einen Supermarkt geht, vor dem frischen Regal Milchprodukte steht, der muss ja schon ein paar Schritte zurückgehen, um die ganzen Joghurts, die es da so gibt, auseinanderhalten zu können. Also das muss nicht immer nur positiv sein. In der Tat gibt es auch Studien, die zeigen, dass Konsumenten zum Teil sogar weniger kaufen, wenn die Auswahl größer ist, weil sie einfach erschlagen sind von dieser Auswahl. Vor dem Hintergrund ist das sicherlich ein Punkt, oder dass manche auch zu Discountern gehen, wo wir ja gar nicht so eine Produkttiefe haben. Da gibt es dann eine Vollmilch und nicht drei verschiedene. Oder es gibt einen Himbeerjoghurt und nicht 10 verschiedene. Und dass ein Grund nicht nur der Preis ist, sondern auch, okay, da bin ich schnell durch, da habe ich schnell meine Entscheidung getroffen. Ja. Herr Simjanic, darf ich einen Satz dazu sagen? Ganz kurz, weil da drüben geht es mit den Fragen weiter. Ihr Ansatz, verantwortungsvoll und rational sich zu entscheiden, scheitert häufig daran, dass wenn Sie dann sich bemühen, das rational zu verstehen, das so komplex ist, wir merken das ja jetzt an der Diskussion heute Abend, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was man jetzt eigentlich entscheiden soll. Wenn Sie Ihr Auto oder wenn Sie ein gebrauchtes Auto kaufen, dann kaufen Sie eins und hoffen, also kaufen das wahrscheinlich mit einer TÜV-Plakette. Sie machen sich keine Gedanken, was hinter der TÜV-Plakette alles steckt. Ja, ob die Bremsen, ob die Lager etc., die Abgaswerte und wie das alles im Detail funktioniert. Wenn Sie sagen, okay, der TÜV, 2 Jahre kann ich mitfahren, rechnet sich irgendwie. Ich glaube, dass wir ein ähnliches System auch für die Nachhaltigkeit brauchen. Es ist so komplex, dass wir im Detail das nicht jeder Einzelne im Regal prüfen kann. Das heißt, wir brauchen auch eine Plakette, ein Indikatorensystem, ein Label. Und das, was wir zum Beispiel in der DLG entwickelt haben, ist eben so ein System, das endet allerdings im pflanzenbaulichen Bereich dann an der Urproduktion. Aber es ist ein Instrument, um quasi in so einem komplexen System zu sagen, okay, das ist besser als das andere. Und wenn das so gut ist und wird damit gelabelt, dann ist das für mich in meiner Kaufentscheidung auch eine Hilfe. Und ich glaube, diesen Pfad, da müssen wir auch mehr machen. Es ist nicht nur die Frage, wenn ich etwas über Indikatoren bewerte, kann ich da auch besser werden und kann auch technischen Fortschritt dafür realisieren, sondern ich schaffe eben auch für Menschen wie Sie eine Auswahlmöglichkeit und sagen, ja, ich nehme bewusst dieses nachhaltigere Produkt. Aber es ist so schwer, die Leute zusammenzubringen, das wirklich konzertiert zu machen, weil es gibt so viele Label, die zueinander in Konflikt stehen oder sich gegenseitig Konkurrenz machen, und für die Konsumenten ist es schier nicht mehr überschaubar. Ganz kurz da hinten, ja, Sie? Also ich will es kurz machen, aber darf trotzdem noch mal zurückkommen auf das Verteilungsproblem, bei dem so ein bisschen Ideologie mitgespielt hat, wie ich den Eindruck hatte. Und Sie haben dann ganz richtig geantwortet, dem würde ich voll folgen, dass der Handel, die Wirtschaft, die Verteilung sicherstellen. Nun habe ich mal gehört, dass China der Türkei angeboten hat, sämtliche landwirtschaftlichen Produkte der Türkei zu kaufen auf Dauer. Und China hätte im Gegenzug die Türkei mit Rohöl jeder Menge für immer so quasi versorgt. Okay, was ich damit sagen will, ist das, wir haben es natürlich mit politischen oder mit Mächten zu tun, die den Markt dann schon mal beherrschen können oder den Markt richtig durcheinander bringen, sodass diese 1 Milliarde hungernde Menschen vielleicht dann wieder in die Röhre gucken. Sie sprechen direkt mich an. Das ist natürlich klar, nur dass es politische Interessen gibt im Handel, im Austausch mit Waren, dass es politische Einflüsse gibt,
die Frage ist, die Alternative soll es nicht sein. Die bessere Alternative wäre möglicherweise zu versuchen, diese Einflüsse auf ein solches Maß zu bringen, dass beide Parteien mit dem Handel zufrieden sind. Denn das wissen wir ja aus der Handelslehre, er funktioniert dann gut, dieser Handel, wenn beide mit diesem Handel zufrieden sind. Und das ist natürlich das Ziel. Dass es da Einflüsse gibt, ist klar. Ganz eingangs erwähnten wir, es ist ein schönes Beispiel über politische Einflüsse. Im Zuge eben dieser Krise, dieser Welternährungskrise, wurden die Grenzen dicht gemacht. In der Ukraine wurden Quoten verteilt, um zu exportieren. Und dort ist explosiv, ab dem Zeitpunkt, wo man Quoten verteilt, ein mafiöses System, wobei die Ukraine an sich auch schon mit politischen Beschwerlichkeiten zu kämpfen hat, entstanden, was dazu geführt hat, dass man vermutlich, also durch die Eindämmung des Handels, dass man vermutlich nicht gerade eine gute Lösung dafür gehabt hat. Mhm. Herzlichen Dank. Wir müssen jetzt doch leider zum Schluss kommen. Wir haben aber noch eine ganz kleine Runde. Die Podiumsdiskutanten sind gefragt. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Richtlinienkompetenz von Angela Merkel. Was sollte man tun, um in dem Feld, über das wir diskutiert haben, zu schnellen Lösungen zu kommen? Frau Hartmann. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man grundsätzlich in der Politik zu stark auf die Produktion schaut. Und ich glaube, dass der Konsum, der gesamte Verbrauchsbereich sehr, sehr wichtig ist, mit ins Boot zu bekommen, wenn man über Ressourcen nachdenkt, wenn man über die Klimasituation nachdenkt, weil sehr, sehr viel passiert tatsächlich auf der individuellen Ebene im Bereich des Haushalts. Und Konsumenten können nur ihren Beitrag leisten, wenn Transparenz existiert. Vor dem Hintergrund würde ich denken, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass eine größere Transparenz hergestellt wird, dass man versuchen muss, ein bisschen dieses Wirrwarr an verschiedenen Labels, Entschuldigung, in den Griff zu bekommen und natürlich auch an Stellen bei den Kompetenzen der Konsumenten ansetzen. Ich glaube, hier ist sicherlich auch noch erheblicher Nachholbedarf. Es ist ja auch ganz, ganz wichtig, beispielsweise Abfälle zu reduzieren. Dafür müssen Kompetenzen auf Haushaltsebene gegeben sein. Und hier ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Herzlichen Dank. Thomas Glauben. Ja, ich denke auch. Der Ansatzpunkt sind natürlich die Konsumenten. Sie bestimmen letztendlich, was sozusagen produziert werden soll, wie viel produziert werden soll, ob es uns gelingt, genügend und in vernünftiger Qualität zu produzieren. Dreh- und Angelpunkt, Schlüsselpunkt wird dabei sein, genau diese Kette, diese Wertschöpfungskette von Produzenten bis zum Konsumenten, ausgehend von den gewünschten Menschen, zu optimieren, effizient zu gestalten, sodass die Ressourcen, die zunehmend knapper werden, mit einer zunehmenden Anzahl von Bevölkerungen, von Mündern, die zu versorgen sind, eben besser ausgenutzt werden können. Das sollte der zentrale Ansatzpunkt sein. Wilfried Bommert. Ich überlege gerade, was Frau Merkel überhaupt entscheiden kann und komme zu dem Schluss, Frau Merkel selbst kann sich zwar was vorstellen, aber entschieden werden muss es nachher in der Einigkeit Europas oder in der Einigkeit der G, wie auch immer. Aber was sie anfangen könnte durchzusetzen, um die, ein wesentliches Problem der Weltagrarmärkte oder Weltnahrungsmärkte zu lösen, wäre, dass das leidige Problem Biosprit vom Tisch kommt. Dass die Biospritförderung der Europäischen Gemeinschaft, die jetzt 3 Milliarden Euro beträgt, in Amerika sind es 4 Milliarden Dollar, dass die einfach gestrichen wird. Dann erledigt sich dieses Problem Biosprit von ganz alleine. Das wäre das Erste, was ich sagen würde. Und das Zweite, was ich ganz wichtig für ganz wichtig halte, wäre, dass Frau Merkel mal sich in einen normalen Bus setzt und guckt, wie ihre Bevölkerung eigentlich aussieht. Insbesondere, wie die junge Bevölkerung aussieht. Und dann wird sie feststellen, dass mittlerweile eine wachsende Zahl da derartig übergewichtig sind, dass sie noch nicht mal in ihre Sitze reinpassen. Das heißt, Übergewichtigkeit ist ein zentrales Problem, nicht nur bei uns. Und Übergewichtigkeit verzehrt eine ganze Menge der Weltkalorien, die produziert werden. Und Übergewichtigkeit ist ein Problem, ein soziales Problem, aber natürlich ein Problem der industriellen Nahrungsmittelerzeugung, die auf wenig Raum ungeheuer viele Kalorien bindet. Wenn sie sich nur der beiden Probleme annehmen würde, würde sie schon einen wesentlichen Entlastungseffekt auf dem, was wir diskutieren, nämlich auf dem Weltmarkt für Ernährung, erreichen. Herzlichen Dank.
Ja, ich bin ja ganz froh, dass ich jetzt ein bisschen dich zu denen zähle, die Sie da gerade beschreiben. Ich wollte Sie nicht darauf ansprechen, mir lag es auf der Zunge auf. Kriegen Sie nicht genug? Vielleicht. Nein. So viel Arbeit. Also was würde ich denken? Also ich glaube, ich hatte vorhin mit Nachhaltigkeit, Verantwortung und Rationalität angefangen. Ich glaube, Frau Merkel wäre gut beraten, mal eine unabhängige Enquete-Kommission aufzustellen, die mal alle Politikmaßnahmen genau unter diesem Kriterium, was ist eigentlich in dem Sinne von Verantwortung und Rationalität sinnvoll für Nachhaltigkeit und wie passt unser deutsches Verhalten da idealerweise dazu, dieses einmal aufstellen zu lassen, das wäre das eine, einfach um mal eine wirklich auch emotionsfreie Analyse zu haben, ob das das Stichwort Bioenergie ist, ob das die Form von Veredelung ist oder ähnlichem. Ich glaube, das wäre einfach wertvoll, dieses auch zu untersuchen. Ich würde hohen Respekt haben vor der Konsumentensouveränität. Ich würde mich als Frau Merkel nicht aufschwingen als derjenige, der die Regularien definieren soll, wer, wie viel, wann, wo und vielleicht auch noch mit dem Auto fahren oder nicht löst. Ich glaube, dass wir hier an Dingen operieren und auch in unseren Diskussionen nachdenken, die uns fundamental in unseren Freiheitswerten betreffen. Und ich glaube, da wird jeder von uns hier sehr nervös, wenn er an den Stellen etwas verspürt. Ein dritter Punkt, Nachhaltigkeit, das haben wir heute Abend, glaube ich, alle wahrgenommen, ist ein extrem komplexes Thema. Man muss Nachhaltigkeit transparenter, klarer, verständlicher machen. Wir brauchen ein Indikatorensystem, das das mit Produkten in Verbindung bringt, um auch dem Einzelnen eine vertrauensvolle Entscheidung für nachhaltige Produkte überhaupt zu ermöglichen. Das sehe ich so als Paket, ja. Ansonsten haben Sie vollkommen recht, Richtlinien sind natürlich, ist nicht der Durchgriff. Wir haben nicht den wohlmeinenden Diktator, der das kann, den wollen wir auch gar nicht haben, aber wir müssen uns allen klar sein, der Zeitpunkt, zu dem wir diese Entscheidung treffen, der ist besser gestern gewesen als übermorgen. Das heißt, die Uhr, die tickt im Bereich der Ernährung und der Ressourcen dazu und da sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, forsch nach vorn zu gehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das Wetter wird mild, das Wochenende heiß. Machen Sie es gut.